Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch. Ja, ein Hallo da draußen, guten Abend, einen wunderschönen, herzlich willkommen hier im interaktiven Redesprachportal von Okitok, 20 Uhr heute, 4.7.2019. Ja, ich hoffe, euch geht's da draußen gut und ja, heute ist der Franz Reutinger bei uns und Franz Reutinger bringt ein ganz, ganz tolles Thema, ein wichtiges Thema mit sich und da heißt es die 5 biologischen Naturgesetze und natürlich noch ein bisschen mehr. So haben wir es ausgeschildert, die germanische Heilkunde und Radionik, Anwendungen. Einige wissen überhaupt nicht, was Radionik ist. Ich denke, das wird uns heute der Franz nochmal erklären. Bevor ich ihn begrüße, Hallo sage und sein Mikrofon übergebe, möchte ich noch ein paar Infos geben, natürlich auch den Inhalt des Sendetexts kurz nochmal anlesen. Erstmal dürft ihr hier mitmachen, das heißt unser Festnetztelefon aus Österreich ist freigeschaltet mit der Landesvorwahl 0043 für Österreich 720518819 und die 7. Da freuen wir uns auf eure Stimmen, auch wenn nicht so oft Leute anrufen, aber immer wieder rufen Leute an und die Frequenzen auf Okitok sind ja ziemlich gut, also Einschaltquoten, hallo da draußen und ich freue mich, dass ihr Okitok gefunden auch habt. Der Chat ist geöffnet, wie kommen wir in den Chat rein? Einfach entweder auf den Chat klicken, wenn ihr schon ein Konto habt, ansonsten oben rechts einfach registrieren. E-Mail-Adresse, Wunschname, mehr Daten erheben wir nicht. Und Franz Reutinger hat die 5 biologischen Naturgesetze, germanische Heilkunde und Radionik-Anwendung heute zum Thema. Sehr wichtiges Wissen zur Reduktion der Angst, verknüpft mit einer Technologie zur Reduktion der energetischen Belastung unserer Zeit. Weiterführend zur Okitok-Sendung am 24.03., so schreibt er das, Radionik-Analyse und Scan-Informationen werde ich meine langjährige Radionik-Erfahrung mit den 5 biologischen Naturgesetzen mit Menschen und Mitwelt mitteilen. Vor etwa 30 Jahren entdeckte Dr. der Medizin Reik Gerd Hamer die 5 biologischen Naturgesetze des Organismus. Die Naturgesetze beschreiben die Zusammenhänge unserer unbewussten biologischen Urprogramme, die unser Überleben, Artenerhaltung und Herdenverhalten steuern. Die Essenz lautet, wir leben in einer Symbiose mit Mutter Natur. Unser Körper ist auf Eigenregeneration nach erfolgten Konfliktlösungen unbewusster biologischer Konflikte programmiert. Unser Intellekt, auch Geist, wird seit Jahrtausenden durch Religionen und Eliten auf Angst, Macht und auf der Sichtweise einer bösen, gefährlichen Natur programmiert. Dr. Hamer hat herausgefunden, dass es keine sogenannten Krankheiten gibt, sondern nur sinnvolle biologische Sonderprogramme, die den Organismus unterstützen, um wieder in Balance zu kommen. Wir alle hören von stark steigenden Diagnosen wie Krebs, Gehirntumore, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. Die Angst, gnadenlos diesen Trends ausgeliefert zu sein, steigt und steigt bei den Menschen. Seit 1990 beschäftigt mich das Thema naturbedingte Zusammenhänge der biologischen Zellveränderungen mit unseren Konflikten und Belastungen. Eine sehr gute Nachricht es gibt Wissen, diese Zusammenhänge und mögliche und moderne Technologien, die unsere deformierten Bioinformationsbaustellen, sogenannte Krankheiten, wieder zu stabilisieren, zu regenerieren und auch zu stärken. Ein sehr wichtiges Werkzeug in meiner Arbeit, Menschen und Natur energetisch zu unterstützen und stärken, ist die instrumentale Biokommunikation, Radionik. Da haben wir den Rechtschreibfehler, den haben wir letztes Mal schon gehabt. Erwischt. Mein Radionik-System ist auch
auf die 5 biologischen Naturgesetze programmiert. Mit meinem Radionik-System werden individuell die Energieinformationsfelder analysiert, denn jeder Organismus, auch Materie, hat sein einmaliges IDF-inneres Datenfeld. Diese Informationen sind Skalare, die mittels Skalarantennen Radionikgerät empfangen und ausgesendet werden. Fernunterstützung. Und unser Gehirn verarbeitet ebenso Skalare in Wellenmuster und sendet diese aus. Diese wirken ebenso auf die Ferne. Mit Radionikgeräten können die subtilen DFs innere Datenfelder gescannt und aufgedeckt werden. Auf Basis dieser inneren Informationen werden ausgleichende, balancierende, unterstützende Skalarinformationen den Klienten fern übermittelt. Auch stark belastende innere Datenfelder von eventuellen vorhandenen Zellveränderungen können individuell analysiert werden und auf den Menschen abgestimmte, balancierte Informationen übermittelt werden. Franz Reutiger ist 1958 geboren, schildert seine positiven individuellen Erfahrungen als Bioenergetiker zu diesem Thema. Und jetzt sage ich mal einen wunderschönen guten Abend, lieber Franz, und ich freue mich, dass du wieder bei uns bist und dein Mikrofon. Ja, hallo alle zusammen, hallo Klaus. Freue mich, dass ich heute wieder die Gelegenheit habe, hier ein paar Erfahrungen meiner Arbeit in die Welt hinauszubringen, und vielleicht ist für diesen und jenen etwas dabei, was für ihn wichtig sein könnte. Ja, ich freue mich, hier da zu sein und wünsche einen interessanten Abend. Ja, den werden wir, denke ich, haben. Hier ist auch der Jenne heute Abend da, und sagt man guten Abend, Jenne. Auch schön, dass du bei uns bist. Ja, schönen guten Abend den Zuhörern und schönen guten Abend, Franz, und dir auch, Klaus. Freue mich auf heute Abend und ja, sehr spannendes Thema. Ja, und unsere Zuhörer bei uns. Jenne. Entschuldigung, ja, Jenne, auch für dich ein Hallo vom Franz. Ja. Und im Zuhörerraum haben wir den Burkhard und auch den Armin da. Auch ihr seid herzlich willkommen. Und auf der Homepage im Chatbereich, da ist der Harald Thiers da. Guten Abend. Und ich bin gespannt, wo der Abend heute Abend hingeht. Ja, die 5 biologischen Naturgesetze, das ist erstmal ein ganz wichtiges Thema. Es gibt einen großen Film darüber. Den haben schon die ein oder anderen gesehen. Er wird auf jeden Fall sehr stark frequentiert, im Facebook immer wieder gezeigt. Manchmal wird er sogar gelöscht, weil man ihn doch nicht sehen darf. Das sind immer so komische Sachen. Dabei können wir ja mal drauf eingehen, was sind überhaupt die 5 biologischen Naturgesetze? Was ist daran so gefährlich, dass man da so mit umgeht, mit so einem Thema vor allem? Wir sind doch alle in dieser Gesetze unterlegen, diesen 5 biologischen Naturgesetzen, denke ich, Franz, oder? Ja, Klaus, genau so ist es. Wir sind eingebettet in dieser Informationsebene, und wir werden ja unterstützend gelebt vom Universum mit den gesamten Informationen, die unser Körper speziell braucht. Und es ist einfach eines, wir leben in einer Zeit, wo eines stark unterdrückt wird und wurde. Es ist so, wir reden nur von polarer Welt, weiblich, männlich, Tag, Nacht, Gut, Böse, Gott, Teufel und so weiter. Also wir haben nur eine polare Programmierung in uns. Aber tatsächlich ist es so, dass wir ja trinitär gebildet wurden, oder unser Universum arbeitet trinitär. Das heißt also, es geht immer von oben nach unten, den universalen Geist, die universale Energiequelle wird weitergegeben auf die bipolaren Felder, auf der Seelenebene, und dort wird die Information wieder weitergegeben in die polare Welt, wo Atome, Materie nach diesen Bauplänen der Seele
und nach den Lichtfrequenzen gebildet werden. Also wir sind trinitär und nicht polar in erster Linie. Und weil das geistige Element und das Seelenelement fehlt in unserer Erziehung, in unserer Welt, die einfach von Energien geschaffen wurde, die schon Jahrtausende in Arbeit sind, haben wir einfach das Problem, wenn einer trinitär denkt, wie Dr. Hammer zum Beispiel, wir kommen noch drauf, ist er sehr, sehr gefährlich. Wenn ich so die Vorträge von Dr. Hammer höre, bringen sie mich höchstens in eine Klarheit, wenn man noch ein bisschen Hausverstand hat, weil er das von der Thematik her so gut erklärt und auch rüberbringt. Ja, dann frage ich mich, haben diese fünf natürlichen Naturgesetze, fünf biologische Naturgesetze noch bei gewissen Leuten, die dagegen, so sage ich jetzt mal, reden, noch nicht wirklich gefruchtet, weil sie vielleicht doch zu sehr in ihrem Verstand und Ego gefangen sein könnten. Also auch, denke ich, sind. Die Lobbyisten sind immer wieder unterwegs und da zählen in dem Moment wohl andere Werte wie die fünf biologischen Naturgesetze, sondern nur kurzer Verstand, würde ich jetzt mal hier betonen. Enges, kurzes Tunneldenken und für sie natürlich ja ihre eigenen Bereicherungen, in welcher Form auch immer man das definiert, das kann ja ein großes Spektrum sein, sehe ich zumindest in der Entwicklung der Menschheit, dürften wir da mal hin verlernen, verstehen, was der Dr. Hammer und auch andere gute Referenten zu diesen Themen versuchen zu erklären, anzunehmen. Denn wir, wie gesagt, wir sitzen ja alle unter dem Deckmantel, wie du das gerade erklärt hattest, Franz. Ja, wir sitzen unter dem Deckmantel. Es ist einfach eines, es sind irregeführt. In vielen Verfassungen steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja? Und geistige und seelische Unversehrtheit des Menschen ist unantastbar und ist die Würde. Wir leben aber in einer Gesellschaft, wo psychische Kriegsführung an der Tagesordnung steht, wo seelische Kriegsführung und seelische Zersetzung an der Tagesordnung steht und wo biologische Zersetzung an der Tagesordnung steht. Das heißt also, von oben werden wir programmiert, weil dieses Bewusstsein, dass wir Geist sind, Seele sind, unser Wesen ist zu 99,9% ein geistiges, schwingendes, seelisches Wesen und wohnt in einem Körper, in einem wunderbaren Körper, der uns das Leben hier auf Terra ermöglicht. Und das ist einfach das Thema des Materialismus. Und es geht immer um Gewalt, also psychische Zersetzung. Wir haben das in Österreich erlebt mit der Zerstörung unserer Regierung, mit der Zerstörung von identitären Menschen. Wir erleben die seelischen Grausamkeiten in Beziehungen. Dort, wo man den Menschen verletzen kann, dort hat derjenige gewonnen, der verletzt. Und zum Schluss ist die biologische Kriegsführung an der Tagesordnung mit chemischen Keulen und mit Unverstand einfach hier materiell Gesundheit uns vorzugaukeln. Tatsächlich ist es der Weg in die Krankheit und die seelische, geistige, körperliche Unversehrtheit des Menschen und das Bewusstsein jedes Einzelnen, dass er ein großer Geist, eine große Seele ist, ist Basis der Gesundheit. Und das hat Hammer in seinem System erkannt, indem er Psyche, Gehirn, Organ, diese Trinität auf der nächsten Ebene als holographische Ebene definiert hat und gefunden hat, dass diese drei Ebenen einfach miteinander zusammengehören und aus diesen Elementen die Gesundheit, wenn man in die Mitte kommt, wieder herstellbar ist. Und das ist eigentlich die Quintessenz, um was es geht.
dass die Natur nicht bösartig ist, dass unser Körper keine bösen Zellen in dem Sinn hat, sondern dass Körper, Geist und Seele, Psyche, Gehirn, Organ in einer wunderbaren Einheit miteinander arbeiten. Und der Körper bzw. das biologische Bewusstsein sozusagen immer eines will. Es will unseren Tempel, unseren körperliche Unversehrtheit erhalten und heilen. Ja, ich werde mal den Jenne mal fragen, ob er schon ein paar Gedanken zu der Einleitung der heutigen Sendung hat. Jenne, dein Mikrofon. Dankeschön. Also natürlich, also man sieht ja geschichtlich, wenn man zurückblickt, dass sie uns irgendwann mal chemisch entschlüsselt haben, also die Natur und uns Menschen. Und wenn man das dann so sieht, was mit uns dann passiert ist und sie ja alles zu 99% nachbauen können, aber das 1% eben halt fehlt und sie ja alles chemisch nachbauen, laufen wir ja quasi auf Messerschneide von Chemikalien. Und da ist ja der Gegensatz von Hammer ja oder auch eben halt von der biologischen Naturgesetzen ja völlig das Gegenteil. Und so wie ich das jetzt gesehen habe, egal was es ist, für jedes Wehwehchen gibt es ein Pflänzchen. Und wir sind Natur, wir kommen aus der Natur und nur die Natur kann uns auch helfen. Und ja, da bin ich völlig offen für das, was da Neues ist. Und das ist für mich alles plausibler als alles Komplizierte und Chemische. Ja, Jene, genau. Die Plausibilität bekommt man dann aus meiner Sicht, wenn man die geistige, psychische, seelische Ebene einbezieht in diese Polarität, wie unser Körper arbeitet. Unser Körper arbeitet natürlich mit den zwei Hauptnervfunktionen Sympathikus und Vagotoner Strang. Das heißt also Spannung und Einspannung. Spannung und Einspannung. Die 70, 60 Billionen Zellen, die wir haben, schwingen mit diesem Rhythmus. Spannung, Einspannung, Spannung, Einspannung. Und die Natrium-Kalium-Pumpe, die ja die gescheiten Wissenschaftler ja gefunden haben, dass unsere Zellen Strom erzeugen durch diese Bewegung, Spannung, Entspannung, Spannung, Entspannung, wo 4/10.000 Volt pro Zelle erzeugt wird, wenn der Körper jung ist, mal 50 Billionen gerechnet, sind wir tatsächlich ein Atomkraftwerk. Und es geht darum, diesen Rhythmus, diesen Tag-Nacht-Rhythmus in der polaren Ebene, dieses Ausgleichsbestreben jedes einzelnen Organes, jede einzelnen Zelle einfach zu behirnen und einfach die Zusammenhänge zu erkennen, aber dass das mit Psyche, Seele als übergeordnete Ebene stark zusammenhängt. Ja, ich, also ne, diese Ängste oder ne, der Druck, der da ist, die Konflikte entstehen lassen, die so kann man dann ja auch in den betreffenden Stellen dann gehen oder Organe oder Zellen, wo man ne, die Probleme dann hat, um so die dann ja auch zu lösen. So verstehe ich das. Genau, und wir sind unmenschlich, der Mensch ist zu 99,9% Geist und Seele aus meiner Sicht, ist in diese unmenschliche Situation eingespannt von der Kabale und unserer Erziehung. Und es geht einfach immer um Gewalt. Und wir kämpfen gegen den Krebs, wir kämpfen gegen den Klimawandel, wir kämpfen gegen die Patrioten, wir kämpfen gegen die Linken, gegen die Rechten. Das heißt also, mit dieser Einstellung erzeugen wir tatsächlich ein Ungleichgewicht von Spannung zur Einspannung. Und aus dieser Verspannung und diesen Verletzungen entsteht ja einfach hier das große Problem, wenn ein Mensch seelisch zerschossen wird, dass sich tatsächlich
Körperregionen, Zellregionen nicht mehr entspannen können und dann in Konfliktaktivität übergehen, die ja dann hier Probleme schaffen. Ja, wir haben auch stehen heute Abend im Sendetext die germanische Heilkunst, momentan germanische Heilkunde. Was hat denn die germanische Heilkunde jetzt auch mit den Naturgesetzen zu tun? Ist da ein Ursprung anzuknüpfen, denke ich? Ja, natürlich ist von den Naturgesetzen hier anzuknüpfen. Ich meine, wir leben im Zeitalter von nach Atlantis und Germanien hat eine große Aufgabe. Und im Prinzip also unsere Vorfahren haben ja einen irrsinnig guten Bezug zur Natur gehabt und wir haben den auch noch eingebaut, die in dieser Gegend verwurzelt groß werden. Das heißt also, die haben gewusst, dass nach Naturgesetzen hier sehr viele Zusammenhänge in dieser Richtung es gibt und haben auch danach gehandelt. Ich meine, in der Christianisierungszeit, wo ja die Germanen sich mit aller Gewalt gewehrt haben, ihre alten naturbezogenen Gottheiten aufgeben zu müssen, ist ja genau der Punkt gewesen. Die Kämpfer haben sich wo regeneriert? In den Eibenwäldern, ja? Weil die Eibe wieder eine ganz spezielle Schwingungsnote hat, wo die Regeneration dann wieder verstärkt wurde und so weiter. Das heißt also, dieser Naturbezug von Germanien ist hier sicherlich ein wesentlicher Punkt. Und wenn man zurückkommt, was hat einfach von der Historie der Herr Hammer hier als, ja, einfach welche inneren Zugänge er gehabt hat zwischen Gehirn, also irrsinnig intellektuell stark, hat Arzt studiert und hat hier seine Lebenskraft verbunden mit Herzensgüte. Und auch diese Herzensgüte ist ein Zeichen, diese Verbindung Gehirn, Herz, Chakra und Wurzelchakra, Lebenskraft. Diese Einheit, diese Trinität hat er eingebaut gehabt und er hat sogar in der Schulmedizin ja Patente gemacht, in Hammerskalpell zum Beispiel, und war ein angesehener Senkrechtstarter in der angesehenen schulmedizinischen Ebene. Ab 72 zum Beispiel. Nur dann ist eines passiert, dass sein Sohn erschossen wurde oder angeschossen wurde in Italien von einem Logenbruder. Und dieser Sohn hat diesen Unfall nach langem Kampf nicht überlebt. Und er als Arzt hat also den Todeskampf miterlebt und ist da durchgegangen und hat einen Verlustkonflikt, einen stark emotionalen Verlustkonflikt erlitten. Und dann, als er die Trauerarbeit hinter sich hatte, hat er bemerkt, dass er eine Hodenveränderung hatte, eine Zellveränderung im Hoden, und hat die Diagnose Hodenkrebs bekommen. Und das war sein eigentlicher Eintritt in die Zusammenhänge Körper, Geist, Seele. Was ist passiert? Warum bekomme ich als wissender Mensch und viel Wissen und in dieser Stärke, in dieser persönlichen Stärke eine Hodenkrebsdiagnose? Und dann hat er zu suchen begonnen und hat festgestellt, der ursächliche Zusammenhang von seiner seelischen Verletzung her war der Tod, der Verlustkonflikt seines Sohnes. Und das war der Startpunkt, dass er die biologischen Naturgesetze definiert hat,
die eiserne Regel des Krebses hat er genannt. Ich nenne das die eiserne Regel der Zellveränderungen, weil das ja in verschiedenen Ebenen, muss nicht gleich Krebs sein, jetzt von der schulmedizinischen Definition, hat er definiert, jeder Krebs und ähnlichen Erkrankungen entstehen mit aller schwersten hochaktiven und dramatischen isolativen Konfliktschockerlebnis, ja, und schlägt auf allen drei Ebenen gleichzeitig ein, Psyche, Gehirn, Organ. Und das ist einfach ein Thema gewesen, was er aufgegriffen hat und hat in seinem Leben 40.000 Menschen immer wieder befragt, die eine Zellveränderungsdiagnose hatten, und bei allen eigentlich ist er drauf gekommen, dass diese Menschen eine starke seelische Verletzung in erster Linie auch erlitten haben. Und daraus, mit diesem Wissen, ist er zu seinen Kollegen getreten, was er nicht in seiner Herzlichkeit behirnt hat, dass seine Kollegen sehr pharmaverbunden, logenverbunden waren, und hat dieses Trinitätsgesetz aus meiner Sicht Psyche, Gehirn, Organ, ja, dargelegt, und dann begann die Hexenjagd und Deformation seiner Person. Und ist also diese Deformierungskampagne gestartet worden. Also das erste biologische Naturgesetz ist der allerschwerste hochdramatische Konfliktschock, der einschlägt. Und er hat festgestellt über Hirn-CTs, dass dieser Konfliktschock fotografierbar ist in den sogenannten hammerischen Herden, über die Hirn-CT-Ebenen, und hat ja ungefähr 230 Gehirnfunktionsebenen und Punkte gefunden, welche Gehirnfunktionspunkte korrespondieren mit den Organen und korrespondieren mit der Psyche, und hat hier eine komplette Landkarte geschaffen, wo er durch ein Hirn-CT sofort feststellen konnte, welche Organe und welche Zellveränderungen bei diesen und jenen Menschen hier in Mitleidenschaft gezogen wurden. Ja, ich denke immer gerade an meine Erfahrung als Krankenpfleger. Ursache, Wirkung, das wissen wir. Es gibt eine Pflegeplanung. Und warum planen wir? Weil Menschen aufgrund meiner Psychiatrieerfahrung verletzt worden sind, Traumen haben, und da kann ich dich erstmal zu 100%ig bestätigen. Und ein Dr. Hammer, der wirklich sich mit 40.000 Menschen, so wie du das sagtest, befragt hat, und man will da wegschauen, da frage ich mich, wozu studieren wir noch? Wozu haben wir so viel Papiere, wie du auch anfangs gesagt hast? Die Würde des Menschen ist unantastbar und solche Dinge, was alles auf dem Papier steht. Und wir leben was ganz anderes. Da kann man auch sagen, das ist ja schizophren. Und das dürfen wir uns alle mal sacken lassen, denke ich. Jenne, gibt es ein paar Worte von dir? Also diese ganzen Sachen, das ist ja auch aus dem Unterbewusstsein raus, und weil man das ja alles gar nicht macht, sobald man Sorgen bekommt, legt sich das ja auf dem Körper ab und kann ja so also schon diesen, was Franz da gerade erklärt hat, auch diesen Schockzustand da dann entstehen lassen und so ja auch diese Krankheiten entstehen lassen. So habe ich das verstanden aus diesen Erklärungen gerade raus. Ja, sicher, das habe ich auch so verstanden. Franz. Ja, genau so ist es. Weil im Prinzip jeder Mensch ja verschieden gebaut ist, ja. Jeder Mensch ist verschieden gebaut. Und entscheidend von diesem Bauplan ist ist die die Genetik, wie jeder gemeint ist. Welche Ahnenprogrammierung hat er? Welche Engpässe hat der Mensch? Welche unbewussten
Potenziale und Probleme hat der Mensch, und die sind individuellst. Wenn ich 230 Gehirnfunktionsplätze definiert habe, was man über Hirn-CTs definieren kann oder sehen kann, der Hirn-CT lesen kann, darf aber nicht sein, ist per Strafe verboten, ja, dann kann ich 230 hoch 230 mathematisch hier eine Zahl bilden, die jenseits von Millionen geht, von Möglichkeiten und individuellen Empfindungen, die einfach jeder Mensch verschiedenartig hat. Ja. Und somit aus meiner Erfahrung über die Jahrzehnte, ich meine, ich kenne Hammer seit 1990, 91 oder beschäftige mich damit mit meiner energetischen Arbeit und mit Menschen und Klienten. Es ist einfach tatsächlich so, dass Menschen verschieden gebaut sind. Und im Prinzip geht es hier einmal vom prinzipiellen Verständnis darum, wir sind 0,1% Materie, sprich Gene, aber die hochkomplex als Empfangsstation und Sendestation für die gesamten Skalar-Informationen zur Verfügung stehen. Das heißt also, die Materie wird gebildet nach Bauplänen. Und der Bauplan und der nächste Körper, der ganz wichtig ist, was wir auch wissen, ist der Wasserkörper. Wenn wir eine Fotografie machen würden, was nur unser Lymph- und Blutsystem fotografieren könnte, würden wir die Struktur unseres Wasserkörpers sehen. Ja? Die nächste körperliche Ebene ist, also polare körperliche, feinstoffliche Ebene ist zum Beispiel die Luft-Gasebene. Ja? Das heißt also, wenn die ganzen gelösten Stoffe in unserem Blutsystem gasförmig, die hier herumgereicht werden und bauplanmäßig richtig funktionieren, wir fotografieren würden, ähnlich einer Wärmebildkamera, würden wir den Lufthaushalt sehen. Das Gleiche gilt natürlich für den Wärmekörper. Und für einen Lichtkörper, Wärmekörper können wir mit einer Infrarotkamera ja fotografieren. Ein Lichtkörper oder ein Strahlungskörper, der in die elektromagnetische Seite reingeht von der Information, wissen wir auch mit Kilian-Fotografie schon zu fotografieren. Und aus diesen verschiedenen Ebenen ist unser Anzug, unser Unterhemd und so weiter gebaut, bis diese Informationen auf der materiellen Genseite ankommen. Und es geht darum, wir ziehen ja vom Kosmos, von diesen Lichtinformationen, viel mehr Skalarinformationen für unseren Bauplan, als wir selber hier speichern können. Wissenschaftler haben festgestellt, wir brauchen, wenn man es energetisch umrechnet, circa 12 bis 15.000 Kilokalorien an Information oder Energieeinheiten, um den Tag zu bewerkstelligen. Und der Körper, wir essen Energien und Informationen hier ungefähr mit 1.500, 2.000 Kilokalorien. Da sieht man, dass wir die kosmischen Informationsskalarebenen haben und brauchen, und diese kosmischen Informationen müssen von jedem Körper übergeben werden, sprich vom Lichtkörper, elektromagnetischen Strahlungskörper hinein zum Wärmekörper, zum Luftkörper, zum Wasserkörper rein in die Genebene. Und wenn jetzt hier bei diesen verschiedenen Ebenen ein Engpass ist, ja, dann bekommen wir nicht die biologischen Bauplaninformationen von Kosmos für ein Organ, das wir benötigen. Und diese Organbereiche degenerieren. Das heißt also, ein konfliktaktiver Schock bedeutet eines, dass ein Löschpad sozusagen über unsere Augen gelegt wird. Und wir bekommen in diesem, oder über unseren Oberkörper oder über unseren Oberschenkel gelegt wird, eine Blockade gelegt wird.
Und wir bekommen nicht die biologischen Informationen vom Kosmos, die wir zur Regeneration brauchen. Und das Gemeine dabei ist es, dass die Psyche, also unsere unbewusste Psyche, diesen Angstprogrammen die größte Kraft hat, hier diese Blockaden zu erzeugen. Und der Konfliktschock oder der Diagnoseschock bedeutet eines, dass hier die Löschblätter sozusagen nicht mehr Löschblätter sind, die das Licht oder die Lichtinformationen vom Kosmos abhalten, sondern das sind, ja, würde ich sagen, Steinplatten. Ja, das sind Steinplatten, wo der Körper abgedeckt wird. Die DNA bekommt nicht mehr die Regenerationsinformation und der Körper stürzt energetisch sehr stark ab. Und das ist einfach dieser Zusammenhang der verschiedenen Körperebenen, was er, wie gesagt, also von der informatorischen Notwendigkeit wir benötigen und wo uns eines ganz wichtig sein muss, wenn man Herz hat, Gehirn und Verstand, dass man Menschen mit Diagnoseschocks oder mit psychischer Kriegsführung, nenne ich das, oder seelischer Kriegsführung herausholt, beruhigt, damit diese Blockaden sich auflösen und dass der Körper selber wieder nach dem Bauplan, wie er gemeint ist, arbeiten kann. Da, wo du das gerade ansprichst, sehe ich das auch so. Also im Moment ist es ja sehr, sehr kritisch auch mit diesen, also zum Arzt gehen, wenn man überhaupt irgendwie welche Leiden hat, Krankheiten da gerade behandeln lassen möchte, hat man ja also sehr lange Wartezeiten. Und das ja, spricht ja auch eben halt dafür, dass so man ja viel länger in dieser Angst bleibt oder in der Sorge, was ist es nun und ne, kann ich, ne, kriege ich das schnell weg? Und man bekommt ja, ne, wenn man jetzt warten muss, teilweise bis zum Vierteljahr oder ein halbes Jahr auf irgendwie einen Arzttermin beim Spezialisten, sage ich jetzt mal. Denn ist es ja eine ja, sehr lange Zeit, wo der Organismus da ja gar nicht mit umgehen kann und da auch ja drinnen gefangen ist, sehe ich richtig, oder? Das kommt auf das Wesen drauf an, wie es gemeint ist. Das heißt also, wie ich schon erklärt, also jetzt erklärt habe, die Materie, die körperliche Materie, die Erdverbundenheit, wenn die ein Übergewicht hat in seiner Programmierung, dass hier Taten erfolgen müssen, dann ist dieser Typ Mensch mit diesem Überhang an der erdigen Programmierung, an der Materieprogrammierung, gezwungen, dass er eine fundierte ärztliche Auskunft haben will, um seine psychische oder sein psychisches Naturell, sein seelisches Naturell beruhigen zu können. Ganz richtig. Ein anderer, wo der Überhang, wo diese erdige Programmierung, diese materielle Programmierung nicht im Überhang ist, sondern im Minimum ist. Und er ist eher vom Luftkörper oder vom Wasserkörper, nehmen wir von Luftkörper her, im Überhang programmiert. Der Luftkörper hat sehr viel zu tun mit der geistigen Ebene, mit Philosophie, mit geistigen Zusammenhängen, mit Erklärungen, mit Verstandeserklärungen. Ein solcher Mensch wird nicht sich anstellen in erster Linie, dass er nach 3 Monaten eine Diagnose kriegt, sondern er wird den inneren Impuls wahrnehmen und zum Beispiel Menschen fragen, welche Ursachen könnten meine Probleme oder meine Symptome haben, dann ist der Zugang für diesen Menschen einfach in Richtung Hammer zu gehen, in Richtung dieses Wissen aufzusaugen, eine große Möglichkeit der Beruhigung und herauszugehen aus den Ängsten. Ja? Wenn einer seinen Wasserkörper zu stark programmiert hat, emotional stark gefordert ist, ja. Ja, der will nichts wissen von Hammer, der will auch nichts wissen von der Schulmedizin, sondern er spürt den Schmerz im Körper und dieser Mensch
um diese Angst zu verringern, braucht ein Seelenwesen, der ihn in die Arme nimmt, ihn Verständnis zollt, ihm die Wärme gibt und ihn beruhigt, und dass er sich hier in den Armen von einem liebenden Menschen beruhigen kann. Das heißt, die Zugänge sind komplett verschieden, je nachdem, wie welche vordergründige Programmierung ein Individuum in diesen verschiedenen Körpern hat. Meine Erfahrung ist es dies, wenn die Wasserkörper, Materieprogrammierung, Luftkörper, Wärmekörper sehr unterschiedlich programmiert sind. Angenommen, der Luftkörper hat 4 Einheiten und die materielle Programmierung hat nur eine Einheit, oder der Luftkörper hat 5 Einheiten und der materielle hat nur eine Einheit. In der Neutrino-Programmierung, wenn man hier das in diese Richtung analysiert, dann hat dieser Grund aufgrund seiner Imbalance eine 10-fach höhere Problematik in Lebenssituationen, die verletzend sind, zu erkranken, eine Diagnose zu bekommen oder an dem System der Schulmedizin dann zu sterben, als wenn ein Mensch hier gleichmäßig programmiert ist. Der Luftkörper hat die Zahl 4 angenommen, der Wärmekörper 4 und Wasser 4 und Materie 4. Das heißt also, wenn diese Körper programmtechnisch oder energietechnisch im Balance sind, dann hat der bei seelischen Treffern oder bei psychischen Treffern eine viel höhere Resistenz. Und hier geht der erwachsen um mit der Situation. Wenn der Arzt benötigt, wir gehen zum Arzt. Wenn ich Zusammenhänge benötige, eine Balance zu halten, dann studiert er eine Alternative und so weiter. Das heißt also, 10:1 ist das Verhältnis zwischen Menschen, die sehr imbalanciert programmiert sind, von ihren unbewussten Naturell, von ihren feinstofflichen Körpern zu Menschen, die gleichmäßig programmiert sind. Ah, okay, dann verstehe ich das. Also so, das ist individuell, du sagst ja so, wie jeder oder einer dann programmiert ist, so löst auch der Konflikt dann aus. Und umso mehr man im Einklang ist, umso eher kann man das auch halt verarbeiten, ob es nur bewusst oder auch unbewusst ist. Genauso ist es, Jene. So ist meine prinzipielle Erkenntnis. Und wenn ein Klient zu mir kommt und der hat zum Beispiel 8 Teile Wasser, also als Informationseinheit in seinem Programm beinhaltet, und hat nur einen Teil physischen Erdbezug, ja, und er hat eine Diagnose eingefangen, ja, dann weiß ich sehr wohl, dass ich mit geistigen Erklärungen oder mit schulmedizinischer Beruhigung diesen Menschen nicht heraushole aus seiner Panik, sondern er braucht Liebe, Zuwendung, emotionales Verständnis und ja, eine Schutzzone, damit er sich beruhigt, herunterkommt und auf dieser Seite schrittweise andere Elemente ihm zur Verfügung stelle, welchen Weg er einschlagen kann. Okay, dann auch da dann die Erkenntnis, was vielleicht in der Vergangenheit passiert ist, dass das ausgelöst ist, um so die Erkenntnis wieder auch in der Ausgeglichenheit zu bringen. Genau, Jene. Ja. Und warum bin ich dazugekommen 1990 zu diesem Thema? Warum? Durch meine eigene fürchterliche Angst. Weil ich nicht erdgebunden bin. Ich kann mit der materiellen Welt sehr wenig anfangen. Aber die Angst vor der materiellen Zellveränderungsgeschichte und krankheitsmäßig ausgeliefert zu sein, hat mich getrieben. Mein Cousin
Was ist, und meine Frage war immer, was ist da passiert? Mein Cousin hat mit 7 Jahren am Schulweg einen schweren Unfall. Er war unter die Räder gekommen, samt seinem Fahrrad, wurde von Auto überrollt, mit 19 an Krebs gestorben. Ein Freund hatte eine hohe Stellung in der Industrie und war existenziell aufgrund Scheidungen sehr, sehr angespannt. Und dann wurde er hinausgeworfen aus der Vorstandsebene mit hohen Einkommen und wurde existenziell am falschen Fuß erwischt. Ja, 4 Jahre später Nierenkrebsdiagnose, 7 Jahre später Tod. Mein Firmpatenkind seinerzeit wurde geboren als Muskelschwund, ja. Seine Geschwister, 2 Geschwister, hatten auch Muskelschwund und waren im Rollstuhl. Er war der Einzige, der als Kind gehen konnte. Aber in seiner Pubertätszeit hat das Muskelwachstum nicht mehr mitgehalten und er sah, und wir wussten, er muss in den Rollstuhl mit 15. Und der hat einen gewaltigen Konfliktschock bekommen. Also mit 17 hat er die Krebsdiagnose, mit 20 war er gestorben. Ein anderer Bekannter hatte seine Frau in flagrante erwischt, ja, mit dem besten Feuerwehrfreund. Krebsdiagnose, Prostata. Eine andere Frau, die ich kannte, wurde das Kind von Auto erfasst und lag 3 Monate auf Intensiv. Alles ist gut gegangen, das Kind wurde wieder gesund. Aber die Frau erlitt Brustkrebs. Ein kleines Mädel war 1,5 Jahre gesund, bekam dann die Impfungen. Dieses Mädel hatte zum Beispiel nur 1 Einheit Erde und nur 2 Einheiten Luft und 9 Einheiten Wasserkörperprogrammierung, emotional. Ja. Und dieser Impfvorgang plus den chemischen Giftstoffen brachte ihre Gesundheit, wobei sie vorher gesund war, zum Absturz und bekam eine Insulinpumpe, Bauchspeicheldrüse kaputt. Ein junger Marathonläufer, den ich kannte, trainierte und beim Lauf mit 24 vor 2 Jahren fiel er um und war tot, also Herzmuskel hatte versagt. Und dann war ich 5 Jahre in einem Krebskreis mit austherapierten Männern und Frauen in der Hammergruppe und habe viele Gespräche geführt mit diesen betroffenen Menschen. Und immer wieder ging es um das Thema, was ist dir passiert, welchen Schock hattest du erlebt und welche Grundprogrammierung liegen dir zugrunde. Und immer wieder dasselbe Thema, bis dass ich dann selber in die existenziellen, fürchterlichen Turbulenzen kam. Scheidung, Hausverlust, Kinderverlust, Krankheits, gewaltige Symptome, kein Geld mehr und so weiter. Und ich war 6 Wochen auch wie gelähmt, lag ich in meiner Ecke. Meine Frau ging zu einem anderen Mann aus verständlichen Gründen. Ja, und ich habe gewusst, wenn ich hier so liegen bleibe und resigniere und nicht die gesamten Zusammenhänge der Ursachen mir bewusst werden und ich keine Veränderung örtlich, speziell örtlich und auch seelisch und erkenntnismäßig hier mache, bin ich mit 41 Jahren gestorben. Konnte ich aber nur tun, weil ich 10 Jahre vorher schon mit dieser Thematik stark mit anderen Menschen die Information bekommen habe und damit gearbeitet habe. Oh ja, sehr schön und toll, wie du das denn auch so erkannt hast und das uns auch mitteilst. Also nochmal ja, herzlichen Glückwunsch dafür, dass du es geschafft hast und immer noch für uns da bist. Und wenn ich das so richtig verstanden habe,
Also ist das, also der Konflikt und die Angst, die das dann entstehen lässt, unabdinglich dann von so, wie man also geschaffen ist, von den Aufbauten her, so wie du diese aufgezeigt hast, bilden sich dann soweit dann auch aus diese Krankheiten und ja, oder eben diese Konflikte eher genannt, ne? Also es geht ja um diese Konflikten in den Organbereichen oder Organismus. Und ja. Ich glaube, Musikpause dürften wir machen, oder? Ja, Klaus, gerne. Das machen wir doch. Du hast ja heute schöne Musik mitgebracht. Pink Floyd, ja, heißt es Momento, One of This Day. Und Musik ab. Bis gleich. Und wir sind wieder zurück heute Abend. Zu Gast ist Franz Reutinger, die 5 biologischen Naturgesetze. Jetzt haben wir schon so einiges gehört und mir ging gerade durch den Kopf, wie Dr. Hammer sagte, die Menschheit leidet an einem Empathiesyndrom. Und Empathie ist eines der wichtigsten. 5 biologischen Naturgesetze haben wir jetzt schon einiges gehört, Zusammenhänge. Und was lernen wir in den Schulen? Biologie, Chemie. Ja, was lernen wir? Wohin geht die Reise mit uns Menschen, wenn doch so wirklich gute Menschen schon unterwegs sind und wirklich dieses Wissen auch verstanden haben? Dürfen wir Erwachsenen auf die Schule gehen, liebe Zuhörer? Wo geht die Reise hin? Ich denke, viele wissen das, was ich damit, glaube ich, sagen möchte. Franz Reutinger ist bei uns. Franz, warum ist der Mensch so in sich gefangen? Empathie ist eines, was wir brauchen. Dann hat, glaube ich, auch Dr. Hammer gesagt, dass wir, was uns umbringen wird, ist der Konsum. Wir müssen raus aus diesem Konsumwahn. Auch das sind wichtige Dinge für den Verstand, den wir jetzt hier ein bisschen füttern, oder? Ja, wir müssen raus aus diesem hundertprozentig materialistisch gewordenen Denken. Und One of These Days von Pink Floyd, was ich seinerzeit 1970 das erste Mal gehört habe und seinerzeit schon so dumpf hier die Musik hier emotional gescannt habe. Traurigerweise ist diese digitale, kreischende Musik, diese Musik für unsere Zellen, für unsere Herzverschlossenheit heute gültig. One of these days. Und das ist tatsächlich der Zusammenhang, dass wir materialistisch geworden sind und unser Herzchakra wird zugedeckt mit Löschblättern und mit Stahlplatten, um diese kosmischen Informationen des grünen Lichtspektrums hier nicht mehr umsetzen zu können. Und da Hammer hat den Herzchakra, was offen war, hat ihm natürlich Kopf und Kragen gekostet, weil es hier wieder um Trinität geht. Die blauen, violetten Chakren, Stirnchakra, Kehlenchakra, mentale Seite ist ein sehr wichtiges Werkzeug, aber untergeordnet. In der Mitte ist der grüne Bereich, das Herz, die grüne Information der Empathie, der Lebendigkeit. Und in den unteren Chakrenbereichen die Verbindung zur Mutter Erde, orangen, roten Bereich mit der Lebensenergie. Also wieder trinitär. Blau, bläulich, grün und rötlich. Und die Erziehung ist so gemacht und die Selektion ist so gemacht. Blau muss der Maximumanteil sein von der intellektuellen Ausformung des Individuums. Die Lebensenergie, die Sexualität, die Geilheit muss ausgeformt sein und ein Maximum haben. Und das Löschblatt oder die Blechplatte vom Herzchakra als Panzer muss auch schon angelegt sein. Und diese Menschen werden ausgesucht von der dunklen Seite her, um hier die hochzuziehen und nur mit dem mentalen und materiellen roten Bereich hier zu steuern. Und die Trinität ist wieder ausgeschlossen, Herzchakra
wird ausgelöscht und somit haben wir ein Roboterverhalten. Ja, und da wollen wir doch ein wenig uns von entfernen. Jenne hat geflackert mit Mikrofon. Jenne, bitte. Also wenn ich das so alles richtig verstehe, geht es darum, dass man wieder zu sich findet, die Verbindung mit sich selber aufnimmt, sich auch eingesteht, was alles verkehrt ist in seinem Leben und dann auch Abstriche oder auch das dann so zu machen, dass man sich dann auch, wie du vorhin schon erzählt hast, örtlich zu trennen, also partnerschaftlich zu trennen oder eben halt auch den Konflikt so dann auch aufzulösen, dass das dann halt alles durch Bewusstwerdung mit sich selber da dann im Reinen zu kommen. Genau so ist es, Jenne. Also wir haben das erste biologische Naturgesetz kennengelernt mit dem hochakuten, dramatischen, isolativen Konfliktschock, was Hammer gefunden hat, mit den zugehörigen 230 Gehirnfunktionseinheiten, die fotografierbar sind. Und das zweite Naturgesetz, was ja einer der größten Durchbrüche war, ist die Zweiphasigkeit der Symptome, die wir mit uns tragen. Die Zweiphasigkeit, das heißt also, das ist das Grundlegendste, um was es geht. In der Aktivität, Tagesaktivität, sind Muskeln gespannt, es ist auf Aktivität gespannt, die Psyche ist auf Tatendrang gespannt und in der Nacht dürfen wir wieder einspannen. Es ist ein schöner Sinus. Und wenn hier nur ein Beispiel, nehmen wir an, wieder das Thema mit der Mutter und dem Kind, was unter ein Auto gekommen ist und 3 Monate lang auf Intensiv lag. In dieser Situation wird die Mutter am linken Fuß erwischt und das zugehörige Kleinhirnrelais, Brustdrüsenfunktion, bei Rechtshänderinnen, es gibt links- und rechtshändige Bauplanunterschiede. Das heißt, wenn sie Rechtshänderin ist, ist die Mutter-Kind-Seite die linke Körperseite. Und wenn das Kind unter dem Auto ist, beginnt das Kleinhirnrelais auf Sorge Konfliktaktivität umzuschalten. Und in diesem Augenblick beginnt das Hirnrelais sich zu verändern und schickt aktive Signale an die linke Brustdrüse, sofort mit der Vergrößerung zu beginnen. Psychisch sofort in den Augenblick, wie kann ich dem Kleinen helfen, ist voll in Sorge, voll in Angst und ja, und ist nur auf das Kind konzentriert. Wenn dieses Mädel 3 Monate in der Intensiv liegt, sendet das Hirnrelais im Kleinhirnbereich an die linke Mutterbrustseite Signale der Zellvermehrung. Warum? Weil einfach das millionenalte Urprogramm unseres Körpers auf die Arterhaltung getrimmt ist. Und die Mutter und das älteste Medikament, körpereigene Medikament, ist die Muttermilch. Das heißt also, der Körper erzeugt mehr Medikamentenmilch zur Stärkung des angefahrenen Kindes in der konfliktaktiven Phase. Das ist der biologische Sinn einer solchen Zellveränderung und einer Gehirnfunktionsrelaisverstärkung. Wenn, und natürlich sind diese Zellen, kommen nie in Ruhe. Der Tag-Nacht-Rhythmus, also diese Spannung, Entspannungsbereiche sind gestört. Das heißt also, dieses Hirnrelais, dieses Organ ist 3 Monate lang, 24 Stunden am Tag in Aktivität, Marathonlauf, um mehr Milch produzieren zu können für das verunfallte Kind. Jetzt hat man nach 3 Monaten ein verstärktes Zellwachstum in der Brustdrüse und nach 3 Monaten kommt dieses Kind nach Hause.
ist und ist genesen oder genäst weiter und es bleiben keine fürchterlichen Schäden über und die Mutter erwartet das Kind, kommt bei der Tür rein, dem Kind geht es eine Woche schon sehr gut zu Hause, bis auf ein paar Wehwehchen und die Mutter lehnt sich in den Ohrensessel und dankt Gott und entspannt sich und kommt in die Lösung. Das Hirnrelais schaltet um auf Zellabbau und der Körper beginnt augenblicklich über diese Information den Ausgleich zu schaffen, von diesen Zellerweiterungen wieder in die Normalität zu kommen und baut die verstärkten Zellen der Brustdrüse ab. Natürlich mit Entzündung, mit Eiter und mit Schmerzen. Und in dieser Phase gehen die Mütter oder diese Frauen in die Schulmedizin. Und das ist dann der Unterschied, mit welcher Programmierung das Individuum unterwegs ist. Eine erdige Frau, wo die erdige Programmierung ein Übermaß hat, geht rein in die Schulmedizin in der Hoffnung, dass ihr geholfen wird, weil die Brust sehr stark in Mitleidenschaft gezogen wird. Obwohl sie heilt, obwohl sie regeneriert, weil sie wieder Zugang hat zu den kosmischen Lichtinformationen der Heilung. Und was sagen hier die Ärzte? Die machen eine Biopsie und finden, vergrößerte Zellen. Vergrößerte Zellen finden die vor und schauen dieser Frau tief in die Augen und sagen, sie haben Brustkrebs. Und somit gibt es den Schock und somit ist die Schiene gelegt in Richtung noch mehr Leid und einen weiteren Diagnoseschock, eine weitere Zellveränderung in einem anderen Körperteil und geht ihren Weg. Meine Schwester zum Beispiel hat in den letzten Jahren und Monaten einige Menschen in ihrem Alter, sie ist 55, gesagt, Brustkrebsdiagnose innerhalb von 8 Monaten, beste Freundin gestorben. Hirntumordiagnose innerhalb 5 Monaten, eine beste Freundin gestorben. Hirntumordiagnose in der letzten Zeit von einem guten Freund, auch mit 47 ist er wieder in der Schiene der Zellveränderungen und der Diagnoseschock-Thematik, natürlich dann plus Chemo, ist egal jetzt, das ist das Nächste. Aber die Menschen haben 6 Teile, 7 Teile Erde. Also die gehen bewusst rein in die mechanische, materielle Reparaturstelle mit dem Vertrauen, hier eine Lösung zu finden. Sie haben nicht die Chance, weil der Luftkörper anders programmiert ist, mit 1 oder 2 Einheiten, hier eine transzendente Hintergrundinformation sich zu erarbeiten, in der Richtung, was ich jetzt erzähle, Zweifassigkeit. Wenn ich hier mit diesen Menschen in Berührung komme oder gekommen bin, gratuliere ich der Mutter und sage, du bist in Lösung, du bist in Regeneration. Das sind die Zusammenhänge. Wie lange warst du jetzt in diesem Wahnsinnsschock drinnen? Ja, 3 Monate. Ja, dann wird die Heilung mindestens 3 Monate, wenn nicht ein Dreivierteljahr dauern, dass deine Brustentzündung und die Eiterungen so weit abgeschlossen sind, weil der Körper den Ausgleich, die Mitte sucht. Wenn die Mutter das versteht und die Zusammenhänge versteht, ja, dann kommt sie raus. Weil dann kann sie auch schulmedizinische Unterstützung in Form von Antibiotika, die einfach diese gewaltigen Eiterungen und gewaltigen Entzündungen hier
hervorrufen, kann sie ja begleiten, muss man auch begleiten. Es ist sogar möglich, eine OP zu machen, um diese vergrößerten Brustzellen und eiternden Brustzellen, die vom Körper abgebaut werden, hier chirurgisch zu entfernen. Aber das Bewusstsein und das Wissen und diese innere, das innere Erkennen, ich bin große Seele, ich bin ein großer Geist, und mein Körper heilt jetzt, weil wir in einer Mutter Natur leben, die den Ausgleich immer wieder sucht und die Zusammenhänge der Urprogramme einfach umsetzt, dann hat sie die Chance, ja, hier einfach das abzuheilen. Und nachdem es abgeheilt ist, nach einem halben Jahr wieder des Weges zu gehen. Aber Bewusstseinserweiterung wurde gefragt von ihr, Auseinandersetzung, Zugänge zu diesem zweiten biologischen Gesetz. Die erste Phase war die Konfliktaktivität, 3 Monate. Es war hier dann die zweite Phase der Konfliktlösung. Das Kind ist wieder nach Hause gekommen und dann beginnt die Heilphase oder die Regenerationsphase, die dauert auch wieder mindestens 3 Monate oder ein halbes Jahr mit Begleitung. Und somit ist die Zweiphasigkeit abgeschlossen und nach diesem Abschluss können die Zellen wieder in der Brustdrüse in der Nacht schlafen und am Tag aktiv sein. In der Nacht schlafen und am Tag aktiv sein. Und ein wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang ist eines, die psychische Seite, wenn das Kind nach Hause gekommen ist und das Hirnrelais oder die Blechplatte ist weg von diesem Zugang im Regenbogenspektrum, schaltet die Psyche sofort um auf wollige Wärme, auf Liebe und auf Zuwendung und auf Müdigkeit. Müdigkeit, 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 weil der Körper oder die Psyche sich auch austarieren muss. Und gleichzeitig, und jetzt kommt's, das Hirnrelais, das angespannt war über 3 Monate, geht über in Ödem, in Heilung. Das heißt, das Hirnrelais heilt auch gleichzeitig mit und gibt die Funktionen. Und diese Heilung entsteht ein Ödem. Und dieses Ödem bedeutet, wie bei einer Brandblase an den Fingern, wo wir es kennen, wenn wir die Finger auf eine Herdplatte in der Konfliktaktivität halten und dann eine Konfliktlösung einleiten, indem wir die Hand von der Herdplatte schlagen und wir schauen den zwei Fingern zu, entsteht Ödem, eine Brandblase. Was passiert hinter der Brandblase? Hinter der Brandblase wird sofort eine neue Haut nach dem Bauplan, nach dem kosmischen Bauplan, der uns umgibt oder wo wir angeschlossen sind vom Kosmos, sofort die Reparatur beginnt und darüber als Schutz sozusagen ist Wasser, Ödemeinlagerung. Und wenn dieser Konfliktschock ein halbes Jahr dauert oder ein Jahr und die Brand und diese Spannung ist so groß, und die Brustdrüsen sind so in Mitleidenschaft gezogen nach einem Jahr Konfliktaktivität. Und nach einem Jahr kommt die Tochter heim und wird gesund. Ja, dann hat man eine Brust, die komplett auf Heilung geht. Und da ist es natürlich in dieser Spitzenzeit erforderlich, mit gewaltigem Wissen und gewaltiger Standhaftigkeit hier ein weiteres Jahr oder eineinhalb Jahr Heilung und Unterstützung zu nutzen in dieser Balance und die Panik zu vermindern, aber gleichzeitig die Brandblase im Hirnbereich, im Kleinhirnbereich, ja, nach dieser Zeit, ist so groß in der Heilungsphase, dass es einfach eine zerebrale Beeinträchtigung gibt. Das heißt also, der Hirndruck steigt. Im Kleinhirn, Hinterkopfbereich, auf der rechten Seite, bei der Rechtshänderin, entsteht ein großes Ödem. Und dann habe ich hinten die Sehrinde. Die Sehrinde wird auch gedrückt von dieser großen Brandblase, ja? Weil die Konfliktaktivität so lange gedauert hat. Ja, und dann gehe ich wieder in die Schulmedizin.
Und dann heißt es Kopftumor. Ja, und dann ist es vorgezeichnet. Der Leidensweg. Ja. Und das ist einfach, das sind Zusammenhänge, wo auch Hammer sagt, oder meine Erkenntnis ist, also wir dürfen Zusammenhänge in der feinstofflichen, informatorischen Welt in Zusammenhang mit unserem Körper lernen, wenn wir gesund sind, um sie dann anzuwenden, wenn wir krank sind. Weil du kannst nur einen Menschen, der die Schwimmflügel oder Schwimmreifen des Verstehens schon vorher erlernt hat und Schwimmflügel sich angeschnallt hat, wenn er verkehrt ins Swimmingpool fällt, hat er eine Chance, an das Ufer zu schwimmen und mit der letzten Kraft sich herauszuziehen. Wenn er das vorher nicht lernt, sich die Zusammenhänge klar macht und er wird rücklings hineingestoßen in den Teich, ohne sich vorher als Gesunder die Konzepte oder die Zusammenhänge bewusst werden zu lassen oder zu erarbeiten, dann wird er ertrinken. Und das ist die brutale Realität aus meiner Sicht. Darum das zweite biologische Gesetz der Zweiphasigkeit, wo 80% Regeneration eigentlich die meisten Symptome sind, gehen die Menschen zum Arzt und lassen sich hier Angst einjagen, weil sie Zusammenhänge nicht kennen und weil sie keine Erkenntnisse, keine Schutzerkenntnisse, keine Schwimmreifen aufgeblasen haben, bewusstseinsmäßig keine Schwimmflügel haben. Und somit ist der karmische Weg vorgezeichnet. Jenne, du warst am Flackern. Ja, also du hast ja erzählt, diese Programme laufen dann ja ab, also weil man ja aus dem einen Konflikt kommt, und da dann die Lösung gekommen ist, weil entsteht dann der zweite Konflikt, weil es darauf ankommt, wie lange diese Dauer gewesen ist. Wenn jetzt wenn man dieses jetzt weiß, und es geht ja quasi um Selbstheilung in dem Moment und um Programmierung, dann kann man doch dem entgegenwirken und auch diese Programmierung halt beschleunigen, dass diese Heilung oder dieser Heilprozess da dann schneller vollzogen wird und gar nicht erst so lange dann dauert, weil du ja sagtest, so lange wie der Konflikt war, so lange dauert ja auch die Genesung und manchmal ja auch doppelt so lange. Und dadurch entsteht ja wieder das Nächste, so wie du das jetzt aufgezeigt hast. Und auch da wieder, also wenn man dann in diese Lösung geht, in diese Bewusstwerdung, in seinen Körper und Geist und Seele endlich wahrnimmt, wenn man so zu sich kommt und sein Selbst erkennt, dass man da dann auch halt durch Gegenprogrammierung, also unser Gehirn funktioniert ja auf Programmierung, dass man da dann auch sich selber mit unterstützen kann oder auch eben halt unterstützende Suche, Hilfe annehmen kann oder suchen kann, wo man da unterstützt werden kann von Wissenden. Ja, hast du recht, prinzipiell. Aber die entscheidende Phase ist nicht in Panik zu geraten oder so schnell raus wie möglich aus der Panik und schrittweise die Angst zu verlieren durch die naturbedingten Zusammenhänge, wissenschaftlich bestätigten Zusammenhänge des ersten biologischen Naturgesetzes und des zweiten Gesetzes, ja, und das Eigenstudium. Natürlich ein Mensch, der alle feinstofflichen Körper, wie ich schon sagte, Wärmekörper, Luftkörper, Wasserkörper und der materielle Erdenkörper von der Programmierung, wenn die alle 444 sind, also ausgeglichen, ja, dann hat ein Mensch mit den Zugängen zur Spiritualität gleichzeitig den Realismus, dass der Körper heilt, weil er die Konflikte jetzt gelöst hat, ja, gleichzeitig den Zugang zu den Schriften und der philosophischen Wissensaufnahme, gleichzeitig die emotionale Stabilität im Wasserkörper. Solche Menschen,
natürlich können einfach diese Regenerationsphase verkürzen. Diese können sie verkürzen. Dann habe ich dann quasi, dann verstehe ich das so, dass egal was passiert, es alles gar nicht so schlimm ist und man sich gar nicht so den Sorgen und Ängsten aussetzen muss, sondern so in der Ruhe bleibt und auch gleich in die Genesung gehen kann, egal was da passiert. Ich meine, wenn jetzt so was Schlimmes passiert mit dem Kind und die Mutter hat eben halt Angst, das natürlich ist das schlimm in dem Moment. Aber auch da die Ruhe zu bewahren und auch da die Erkenntnis zu haben, alles wird gut. So verstehe ich das. Ja, genau, so ist es. Und das ist die individuelle Programmierung und die individuelle unbewussten Ausrichtungen jedes Menschen, die verschieden ist. Und das Potenzial ist in uns. Und das stimmt, ja. Und darum ist ja ein Einwurf von der Seite. Menschen, die unausgeglichen sind, die emotional überreagieren, die materiell Angst haben vor Schulmedizin, die einfach geistesmäßig in irgendwelchen luziferanischen Ebenen abgleiten und sich zu beruhigen, der Körper kommt trotzdem in Turbulenzen, weil er unausgeglichen ist, ja, von der Grundprogrammierung. Was hilft dann? Cannabis. Also meine Erfahrung mit Radionik, schwere geschundene Menschen, die eine Zellveränderung, Krebsdiagnosen, Chemo und ihre Seele und ihr System spielten verrückt vor Angst und Amok. Ja. Ab dem Zeitpunkt, wo sie eigentlich in aussichtsloser Situation hier Cannabis regelmäßig bekommen haben, hat sich das System beruhigt. Psychisch, seelisch wurde durch DHC einfach eine Unterstützung gegeben. Organisch durch CPT Unterstützung gegeben. Und hier kann man gewaltig sehen, wenn ich eine radionische Analyse von den inneren Feldern gemacht habe, dass es endlich beruhigend ist. Und das ist dann eigentlich das Hilfsmittel, was von Anfang an in Wahrheit eine Unterstützung ist für Menschen, die im Lebenswind stehen, one of these, und in Krisensituationen gekommen sind, auch mit den Lösungen gekommen sind, aber Ängste und Zugänge verschlossen sind. Und durch Cannabis ist es möglich, diesen Menschen eine prinzipielle Balance von ihrer gemeinten Imbalance, wie sie alles empfinden, zu unterstützen. Und in dieser Ruhe ist es dann vielleicht möglich, Zusammenhänge zu erfahren, wenn da ein neuer Mediziner bei einer kleineren Konfliktmasse, dieses 3-Monat-Beispiel zum Beispiel oder 14-Tage-Beispiel, ja, wenn man da diesen Menschen, die unausgewogen programmiert sind, hier diese Unterstützung verabreichen würde, würde sie schneller in die Genesung kommen. Also verstehe ich das denn so, dass dann auch die Entspannung eben halt, die da dadurch kommt, man hat ja auch körpereigene Cannabinoide und so dann auch den Körper unter oder den Organismus halt zu unterstützen, wie du sagst, dann in die Entspannung zu kommen, in die Gelassenheit zu kommen. Und ja, sich halt nicht so viele Sorgen und Gedanken darüber zu machen, sondern ja, gelassen und entspannt dem entgegengehen kann oder auch lassen sein kann. Genau, Jene. Also wenn wir es verstehen würden, dass wir unseren überzüchteten Verstand in die Ruhe bekommen würden und ich habe irgendein Symptom,
und ich stelle mich am Berg unter den Regenbogen und singe mein Mantra und mein Verstand ist in Ruhe, habe ich einen sehr guten Zugang zu den heilenden Informationen des Regenbogenspektrums. Und der Körper macht das als Ausgleich, was zu tun ist. Ich habe da so ein tolles Mantra, was ich für mich entdeckt habe oder nicht für mich entdeckt habe, was ich in meinen Recherchen so entdeckt habe. Und das erzähle ich immer gerne, wo wir Energie und Verbindung mit der Urquelle aufnehmen können, wo wir uns in der Kutscherhaltung hinsetzen, also aufrecht hinsetzen, die Handrücken auf den Oberschenkeln legen und so die Verbindung mit der Urquelle aufnehmen, mit Mutter Erde aufnehmen können. Und wir merken sofort, wie die Energie schon durch uns durchfließt. Und wir können so gezielt an unseren Leidenspunkt gehen, den wir denn haben oder verspüren, und da um Genesung beten, also um Hilfe bitten. Und auch allgemein für unseren Körper, Geist und Seele Hilfe bitten können. Und das erzähle ich immer wieder gerne, und weil es einfach ist und jeder das da machen kann, wo er ist, wo er wohnt und wo er sitzt, und kann einfach so ein bisschen Energie halt auftanken, sage ich immer. Und ja, und das ist eben die Einfachheit. Wie gesagt, in der Kutscherhaltung hinsetzen, drücken auf den Schenkeln, Beine, Arme nicht verschränken. Und so den Energiefluss laufen lassen und durch uns durchfließen lassen. Ja, genau, Jenne, das ist ein wichtiger Aspekt in Richtung Spiritualität. Das heißt also, es geht darum, Psyche auf dieser Ebene einfach zu beruhigen und dieses Gehaltensein vom Geist, vom großen Geist, der wir sind, und die Engel und die feinstoffliche göttliche Welt in sich wirken zu lassen. Das ist ein wichtiger Aspekt, auch Richtung Trinität. Das heißt also, das Oberste vom Dreieck ist Geist, darunter Seele und darunter körperliche Funktion. Aber diesen Zugang wurde und wird durch die materialistische Programmierung von Kindesbeinen an unseren Kindern abtrainiert. Und es ist die Aufgabe, diese Zusammenhänge zu studieren, und und die Spiritualität ist ein ganz wichtiger Punkt im Zusammenhang der Trinität. Ja, das heißt, gehen wir weiter. Wir haben die ersten zwei biologischen Gesetze erst einmal so durchgegangen, und dann gibt es das dritte Naturgesetz, die entwicklungsgeschichtliche bedingte System der Erkrankungen. Das heißt also, der Hamm ist draufgekommen, unser Gehirn hatte verschiedene Ebenen, und von der Keimblattentwicklung vom Embryo werden wir mit drei Keimblättern, was schulmedizinisches Wissen ja ist, bestimmt. Wir haben ein Keimblatt, das heißt Ektoderm, das wird das Großhirn gebildet und die dazugehörigen Organe. Wir haben das Mesoderm, wo zugehörige Stützapparatorgane und Schutzapparatorgane entwickelt werden. Und ist Mittel, also Großhirn-Marklager und Kleinhirn als nächste Gehirnebene in der Entwicklung. Und wir haben das Endotherm, also unser Stammhirn, was einfach die Überlebens- und Brockenthemen, Nahrungsaufnahme und Verdauung steuert. Das heißt, wir haben drei verschiedene Gehirnbereiche mit drei verschiedenen Funktionen, die verschieden arbeiten und reagieren. Wenn man das weiß, zum Beispiel Großhirnrinde, also Ektoderm. Die Großhirnrinde, wenn man ein Hirn-CT macht und auf der Hirn-CT, auf der Ebene der Großhirnrinde sind Einschläge zu sehen, sozusagen, Funktionseinschläge zu sehen am Hirn-CT,
Da geht, weiß man aufgrund unserer biologischen Entwicklung, da geht es um soziale Konflikte, um Trennungskonflikte, um Revierkonflikte, um Sexualität. Was können da die Auswirkungen sein, die diese Gehirnrelais korrespondieren? Es ist Neurodermitis, es sind Herzinfarkte, es sind Bronchitis, es sind Magenprobleme. Wenn man das Hirn-CT weiter sieht und die Schichten weiter nach unten gibt, kommen wir zum Großhirnmarklager, also zum Mesoderm. Und dort geht es rein um Stützapparat, um Selbstwertthemen. Also dort sind die Selbstwertthemen als Funktion urprogrammmäßig gespeichert und werden von dort dirigiert, weil man in dieser Gehirnregion ungefähr vielleicht 3 Zentimeter unterhalb der Schädeldecke Einschläge fotografiert, dann korrespondieren diese Hirnrelais mit Rückenschmerzen, Knochenschmerzen, Muskelschmerzen der quergestreiften Muskulatur, Bandscheibenvorfälle und so weiter. Das heißt also, das ist der Steuerungsbereich für die Selbstwertthemen. Darunter im Kleinhirnbereich geht es darum, das ist eigentlich vom Atlas gesehen ungefähr 2 Zentimeter beginnend überhalb des Atlases, Hinterkopf, ist das Kleinhirn. Und das Kleinhirn ist zuständig für die Integrität, für die Identität, Attacke-Themen von außen, Besudelungsthemen von außen oder Sorge-Themen von außen, wie wir es bei der Mutter hier aufgeführt haben. Und wenn man in Heilung geht, in die Entspannung geht, dann entstehen Abszesse, Pickel und Schweiß. Beim Großhirn vorhergehend Rückenschmerzen, Muskelentzündung ist Konflikt gelöst und Neurodermitis und Infarkte und Bronchitis in der Großhirnrinde ist gelöst, von der Zweifasigkeit gesehen. Und dann das letzte Stammhirn, also vom Atlas hier Kleinhirn Richtung Wirbelsäulenkanal, das älteste Hirn, das Reptiliengehirn wird es auch oft genannt. Ja, das ist zuständig für die gesamten lebensnotwendigen Brocken. Nahrungsbrocken verdauen, Sehbrocken, also Licht und Dunkel zu sehen, um sich zu schützen, zu überleben. Und wenn man hier in die Lösung kommt von Brockenkonflikten, dann entstehen Blähungen, Verdauungsstörungen und dann wird auch diagnostiziert Darmkrebs oder Rektumkrebs, ja. Das heißt also, wenn man die CT-Ebenen von ganz oben nach unten durcharbeitet, kann man in jeder Ebene sofort sehen, in welchem Bereich hatte das Individuum einen Engpass oder wo wurde getroffen. Das ist also der Zusammenhang des dritten Naturgesetzes, aufbauend nach den Keimblättern. Und das vierte Naturgesetz, was auch er gefunden hat, ist der Zusammenhang, also Ektoderm Großhirnrinde erzeugt in der konfliktaktiven Phase, also dort, wo wir getroffen sind oder dort, wo wir im Stress sind, im Revier, erzeugt der Organismus Viren, ein Virendepot, um in der gelösten Phase, also wenn wir in diese konfliktgelöste Phase herauskommen, diese Viren wieder die Zellveränderungen zum Ausgleich hin unterstützen können. Im Großhirnmarklagerbereich, also Selbstwertbereich, Stützapparatbereich, im Mesoderm entstehen in der konfliktaktiven Phase Bakterien. Bakterien werden angehäuft, die Feuerwehrleute werden schon zusammengezogen, um in der gelösten Phase hier die Zellveränderungen abzubauen.
und somit als Feuerwehr Unterstützung den Ausgleich wiederzufinden. Und beim zum Beispiel, dass die Bakterien, die Myobakterien für diesen Bereich wissen wir zum Beispiel, die Lungenhäute, die von diesem Gehirnbereich gesteuert werden, oder auch die Brustdrüsen. Wenn ich hier Zell Plus habe, zum Beispiel Todesangst bei einem Diagnoseschock, ja. Oder der Arzt sagt, jetzt haben Sie 3 Kammer bekommen, ich kann nichts mehr für Sie tun. Das heißt also, dann gehen die Lungen heute, die mit diesem Kleinhirn und mit diesem Großhirnbereich, Marklagebereich in Berührung kommen, gehen die sofort in Konfliktaktivität, die Lungengewebe werden verstärkt, um mehr Luft der Todesangst zu entgehen, zu regenerieren. Gleichzeitig werden die Tuberkelbakterien auch sofort verstärkt, um dann in der gelösten Phase, das heißt, wenn ein Mensch sich hingibt, dass er jetzt sterben darf, durch spirituelle Arbeit oder durch Aufgabe, geht die Lunge zum Beispiel sofort in Lösung und es entsteht Lungen-DPC oder Lungenentzündung. Und die Bakterien bauen dieses konfliktaktive Geschehen in den Zellen sofort ab. Und zum Schluss das Stammhirn, also unsere Brockenkonflikte, Darmbereich und so weiter, Endotherm gesteuert, da geht es um Pilze und auch um Mykobakterien, die einfach zum Beispiel ein Zellplus im Darm abbauen zur richtigen Zeit. Das heißt also, wenn einer existenziell gefährdet war über die Jahre, weil ein Nachbar immer das Grundstück ihm abspenstig machen wollte, schaltet, weil es da um die Existenz geht, um den Brocken. Ich muss da hier das Haus beschützen, es geht ums Überleben. Bei seiner erdigen Programmierung steigert der Körper sofort vom Stammhirn aus gesteuert die Zellvermehrung im Mastdarm, gemeiner Scheißkonflikt zum Beispiel, um die Nahrungsintensität, was aus dem Nahrungsbrei herausziehen muss, zu steigern, um die Kraft zu haben, diesen Nachbar aus diesem Bereich hinauszuwerfen. Und wenn dieser Konflikt jahrelang dauert, dann entsteht ein flachwachsendes Zellplus-Gewebe im Mastdarmbereich. Wenn jetzt zum Beispiel dieser Nachbar wegzieht, es ist geschafft, keine Gefahr mehr für meine existenzielle Bedrohung, ja, dann geht der Körper oder dieses Hirnrelais auf Ausgleich und baut mit den Pilzen und Mikrobakterien diese Zellplus-Geschehen im Mastdarm ab, natürlich mit Blut und Entzündung. Und somit sind diese Viren, Bakterien, Mikrobakterien, TPC-Bakterien, Pilze, eigentlich unsere Feuerwehrmänner und Helfer, um den Ausgleich von einer vergangenen konfliktaktiven Phase umsetzen zu können. Und das letzte biologische Gesetz, was ich gefunden habe, ist natürlich die Sinnhaftigkeit aller Erkrankungen, die Quintessenz draus, wo man also nicht mehr unterscheiden kann zwischen bösartig und gutartig, sondern hier nur die Phasen erkennt, in welcher Situation befindet sich gerade diese Symptomatik, in welcher Regenerationsphase sind wir. Das heißt also, hier wird der Ausgleich geschaffen, wissenschaftlich, böse, gut, und in der Mitte ist der Geist und die Verbindung zum Wissen, zum Hausverstand und zur Spiritualität. Und wenn ich zwischen böse, also böse definiert als konfliktaktiv und gutartig als nicht gefährlich
nicht gefährliche Phase definiere und ich komme in die Mitte mit meinem Geistwesen, mit meinem Seelenwesen, ich komme in die Erkenntnisebene, dann ist die Sinnhaftigkeit der Erkrankungen erklärbar und beziehungsweise erlebbar. Ja. Das sind also die fünf biologischen Gesetze, wobei die ersten beiden Gesetze, Konfliktschock, isolativ, unvorhergesehen, der wichtigste Ursachengrund ist, und das, die zweite Ebene ist das zweite Gesetz der Zweifassigkeit. Wenn ich mich mit diesen beiden Ebenen als Beginn befasse, habe ich schon einen sehr großen Schritt in Richtung Bewusstwerdung, wie mein biologischer Körper einschließlich meiner Seele und Psyche funktioniert, gemacht. Franz Reutinger, wir werden jetzt eine Musikpause machen, das letzte Drittel. Wir werden ein wenig überziehen, denke ich. Der Armin ist noch gekommen zu uns und der Jenne will sich ja auch noch sich einbringen. Ich denke, Musikpause hast du verdient. Machen wir doch den zweiten Song rein, oder? Ja, Klaus, machen wir. Ja, und auf dem Plattenteller steht die Zeit. Time. Musik ab, bis gleich. Ja, und wir sind wieder zurück mit Franz Reutinger. Das Thema heißt 5 biologische Naturgesetze, germanische Heilkunde und Radionik-Anwendungen. Mir ging gerade durch den Kopf, Franz, alles ist ja Information. Du hast gerade die Wurzel tief angesprochen. Wenn jetzt die häuslichen Erkrankungen, so zum Beispiel, wenn jemand Asthmatiker ist, dann sagt man ja, man soll an die See fahren. Und das hilft oft. Das Salz, die Salzluft, das Salzwasser. Das ist die Information aus dem Außen. Viele Menschen, sage ich mal, suchen ja immer dann gern den Arzt auf. Und wir behandeln ja mit der Pharmaindustrie dementsprechend diese Krankheitsbilder, die dann die Ärzte feststellen. Wenn man jetzt ein Asthmatiker ist und es hilft ihm, ist das ja auch unter den 5 biologischen Naturgesetze, denke ich, einzuordnen, dass die Salzluft dementsprechend die Wirkung auf die Lunge hat oder auf die Stirnhüllen und die Nasen, Nebenstirnhüllen und so weiter. Ist ja natürlich. Ein natürliches im Außen. Es will darauf hinaus, wir haben viele Erkrankungen, sei es ein Schnupfen, sei es ja, Schmerzen, wie du auch heute schon gesagt hast, Ursache, Wirkung. Und die Menschen möchten plausibel versuchen zu verstehen, denke ich zumindest, wenn man solche typischen Erkrankungen hat, was kann man denn tun? Die Ursache, Wirkung, hast du ja in der Tiefe gesagt. Dann entsteht ja das möglicherweise gar nicht, wenn wir in diesem Einklang in uns selbst sind und diese Blockaden oder die Traumen, die Erlebnisse angstfrei ja, aus unserem Leben möglichst eliminiert und gar nicht mehr vorhanden sind. Das bedeutet, dass der Mensch an sich wachsen darf, die Reife entwickeln darf, erwachsen werden darf und das dann auch umsetzt in dem täglichen Leben. Sehe ich das richtig? Siehst du das richtig? Dein Mikrofon. Es ist genau der Zusammenhang. Du, hörst du mich? Ja. Klaus, du hast noch den Player okay, drin. Okay. Der Player macht kein Problem, Jenne. Das ist kein Problem. Lass mal den Franz reden. Franz, bitte. Ja, du sagst es. Asthmatiker. Wenn ich mein Radionikgerät einschalte und es kommt zum Beispiel raus, dass Asthmatiker die Aura oder das skalare Informationsfeld hier die Tendenz hat, für Asthma gefährlich zu werden, bei einem zum Beispiel 12-jährigen Kind, ja, dann kann ich der Mutter den Tipp geben, also Hirnrelais-mäßig ist das Kehlkopfrelais gespannt
und das Bronchialrelais gespannt. Das Kehlkopfrelais auf der linken Gehirnseite, Großhirnrindenmäßig und das Bronchialrelais auf der rechten Seite. Dann fragt mich die Mutter, was heißt das? Ja, ihr Sohn ist ein sehr emotionales, feinsinniges Wesen und er hat schon des Öfteren Ohnmächtigkeitssituationen erlebt. Das heißt also, eine Autoritätsperson ist über ihn drüber gefahren und ihm ist die Sprache im Mund stecken geblieben. Der Kehlkopf wurde überdehnt. Er war sprachlos über diese fürchterliche Situation. Meine Würde wurde gekapert. Auf der anderen Seite hatte er das Erlebnis auf der rechten Gehirnseite, Bronchialmuskulatur, Revierangstkonflikt. Das heißt also, unter seinen Mitschülern wird er gemobbt und hat jeden Tag zu tun, seine Grenzen zu wahren. Und das rechte Bronchialrelais ist dauernd aktiv, um genügend Luft zu haben, zu fliehen oder in Kampfmodus gehen. Biologisch gesehen. Beide Relais sind energetisch, also in Mitleidenschaft gezogen. Die Mutter kann dann daraus Schlüsse ziehen, ja, das stimmt, ja, er hat diese Haltung, sich nicht verteidigen zu können und er ist sensibel und so weiter. Und kann Schlüsse daraus ziehen, indem sie eine andere Schule gibt oder indem sie einfach die Flügel über ihn spannt. Sie versteht diesen Engpass aufgrund der radionischen Datenfeldanalyse. Und weil sie es weiß, kann sie ihn begleiten, dass er 15 wird, 20 wird und somit hier diese verspannten Relais nicht total in Überspannung kommen. Wenn die Mutter das nicht versteht, Und er kommt mit 15 zu mir, mit Asthmaanfällen, dann sind beide Relais schon überstrapaziert, einfach eingekerkert zu sein, ohnmächtig zu sein, sprachlos zu sein, die Stimme zu verlieren, wenn er was sagen müsste, sich nicht abgrenzen kann gegenüber seinen Freunden oder seinen Mitschülern und er ist im Käfig eingesperrt. Und wenn er eingesperrt ist und er kommt, ist er konfliktaktiv. Und wenn er von nach Hause kommt und dort hat er zum Beispiel unbewusste Eltern, die aber lieb sind, ja, dann bekommt er zu Hause die Lösung und er bekommt den Lösungsanfall, Asthma. Nächsten Tag geht er wieder in die Schule, wieder verspannt, kommt wieder nach Hause, Asthma. Also er ist im Kerker und er kann sich nicht verteidigen. Natürlich, wenn ich jetzt der Mutter sage, aufgrund diese Tendenzen, fahrt ans Meer. Ja, was machst du mit diesen Jungen bei diesem Ausflug ans Meer? Du nimmst ihn aus dem Kerker der angestammten Umgebung und zeigst ihm die Weite des Meeres. Und somit hat er keine Veranlassung mehr, hier in Verspannung, in Überspannung zu gehen, sondern er kann hier die Funktionsrelais vom Kehlkopfrelais und vom Bronchialrelais ausklingen lassen. Also wenn er hier ein Jahr lang in dieser überspannten Maschinerie gefangen war, weil er Freunde hatte oder eine Umgebung hatte, wo er ohnmächtig wurde aufgrund der psychischen Kriegsführung, aufgrund der seelischen Kriegsführung von Lehrern, von Vorgesetzten und von Mitschülern, ist er in der Weite des Meeres und er müsste ein Jahr lang oder ein halbes Jahr lang am Meer bleiben, damit hier diese Blockade wegfällt und die Hirnrelais können sich wieder einschwingen in die Mitte. Oder ich gebe radionische Besendung mit den Hinweisen, Nahrungsergänzungsmitteln, Solebäder zu nehmen, um den Körper, die Ursuppe in der Gebärmutter
mit 0,9% Salzgehalt vorzutäuschen, unterstützende Naturstrukturen und Antennen, die die Information vom Kosmos empfangen können, hier in die Ausgleichsregeneration zu kommen. Oder ich mache ein Balanceprogramm für Kehlkopfrelais und Bronchialrelais und sende jeden Tag, während er in der Schule ist, die Information, du bist in der Mitte, es ist alles okay, die Zellen verstehen diese Information ausgleichend, die Zellen verspannen sich nicht mehr so stark und der ausgleichende Asthmaanfall zu Hause bleibt aus, weil die Informationen ich ihm über das morphogenetische Feld auf ihn abgestimmt sende täglich. Das sind Wege, die hier möglich sind. Danke dir und für die Antwort. Der Armin ist bei uns und sagt mal einen guten Abend, Armin. Schön, dass du da bist. Dein Mikrofon. Ja, hallo. Schönen Abend euch allen. Also mit dem Hammer beschäftige ich mich ja auch schon seit einiger Zeit. Ich habe mit dem Frank diesbezüglich, haben wir ja schon mal kurz gesprochen. Es ist doch dann tatsächlich so, dass beispielsweise auch, wenn jemand irgendeine Art von Geschwür hat, ich nenne es einfach mal Geschwür oder irgendwie eine Gewebsveränderung, dann ist es doch in der Regel so, dass das die konfliktaktive Phase darstellt. In der konfliktgelösten Phase würde sich dann unter Umständen der Schmerz einstellen, das ja dann die Heilung bedeutet. Und feststellen kann man das Ganze, ob man sich jetzt in der aktiven oder in der gelösten Phase befindet, ja an den Temperaturen der Hände beispielsweise. Wenn sie kalt sind, ist man in der konfliktaktiven Phase und wenn man in der gelösten Phase ist, dann werden die Hände eben warm. Also so habe ich das verstanden. Ich denke jetzt, das mit den Händen ist nicht immer so leicht feststellbar. Weil beispielsweise gibt es ja auch Frauen, die haben chronisch kalte Hände. Und da jetzt festzustellen, ob sie jetzt warm sind oder kalt, das ist dann unter Umständen für den Einzelnen auch schwierig. Ja, das ist dann die große Schwierigkeit, die du schilderst, um was es ja mir geht. Wie kann man Menschen begleiten mit diesem gewaltigen Wissen und in welcher individuellen Situation befindet sich gerade dieser Mensch? Ja? Und es ist einfach so vom Überblick her so, dass 80% der Symptome mit Geschwüren jetzt, also beginnend auf der Kleinhirnebene, gelöste Situationen sind. Geschwüre entstehen dann, wenn Zell plus in der aktiven Phase war und in der gelösten Phase Zell minus entsteht, beziehungsweise abgebaut wird mit Bakterien und Pilzen. Das ist zu 80% immer die gelöste Phase tendenziell. Und gleichzeitig dazu in der gelösten Phase entsteht Fieber, entstehen Entzündungen, entstehen Schmerzen und entstehen einfach kritische Situationen, diesen Schutt, also diesen Abbauschutt, den Körper bearbeiten zu lassen. Und da sehen wir wieder von diesem Bild, dieser 80%, 20% sind von der konfliktaktiven Phase, die lassen wir mal weg, fachheitshalber. In dieser gelösten, entzündlichen Abbauphase, da geht es ja um Symptombegleitung. Da geht es ja darum, wie groß ist das Geschwür, wie groß ist der Zellabbau, wie groß ist die Regenerationsdichte. Wie groß war der Konflikt in der Vergangenheit? Um da den Menschen richtig zu begleiten, im Hinblick auch auf seine individuelle Struktur der feinstofflichen Körper, das ist die Kunst, um was es ja gehen würde, wenn diese trinitäre Methode von Hammer nicht nur für eine auserwählte Schicht Gültigkeit hätte, sondern für uns alle Gültigkeit hätte. Weil
wenn ich zum Beispiel ein großes Geschwür habe, weil ich 7 Jahre konfliktaktiv irgendwo belastet war und ich bin in die konfliktgelöste Phase gekommen und ich habe ein Geschwür mit einem großen Ausmaß irgendwo in einem Organ, ja, dann kann ich, also dann schalte ich mein Radionikgerät ein, also diese inneren Datenfelder, diese Skalarantenne und frage nach, welche Informationen gibt mir der feinstoffliche Bereich in dieser Situation von Individuum? Und wenn da auftaucht, schulmedizinische Unterstützung ist unbedingt erforderlich zu 99%, dann weiß ich als Tipp, dieser Mensch oder diese Situation ist ohne schulmedizinische Hilfe aufgrund der 7 Jahre intensiven Konfliktaktivität, kann der Körper alleine nicht schaffen, ohne in Gefahr zu laufen, dass er Blutvergiftung und alle Zustände bekommt. Also kann man in diesem Fall den Tipp, oder gebe ich den Tipp, bitte geh in die Schulmedizin und lasse dieses Geschwür auf Basis des großen Wissens der Chirurgie, mit dem Wissen, dass 7 Jahre Konfliktaktivität in einer einstündigen Operation der Körper befreit werden kann und somit die Lebensenergie für die Ausheilung und die Balancearbeit wieder zur Verfügung steht, ist es unumgänglich. Das heißt, da ist ja immer die Mitte zwischen materieller Unterstützungsnotwendigkeit und feinstofflicher Unterstützung. Die Mitte einfach zu suchen, den Menschen von seiner Mitte, von seiner individuellen Programmierung, von seiner individuellen Gemeinsein abzuholen und ihm diesen Tipp zu geben. Ich habe die Erfahrung, bei Geschwüren oder auch bei großen Ödemen im Gehirn, ja, wenn diese Menschen immer noch zum Energetiker laufen, der sagt, das schafft dein Körper schon, du brauchst nur spirituell zu arbeiten, du brauchst nur Prana zuzuführen, du brauchst nur Radionik und alle möglichen alternativen Prana-Arbeiten durchzuführen, weiß ich, dass das die Ödembildung in sein Gehirn aufgrund der 7- oder 10-jährigen Konfliktivität ein Grenzgang ist und dieser Mensch, habe ich erlebt bei einer Klientin, die von einem Energetiker gekommen ist, wo sie ja in diese Richtung unterstützt wurde und das Ödem war so groß und sie hatte eine Notoperation im Kleinhirn, weil das Ödem so groß war, sonst wäre sie gestorben. Das heißt also, diese Abschätzung, wo materielle Unterstützung aufgrund der Konfliktmasse und Prana-Unterstützung notwendig ist, ist genau diese individuelle Arbeit, die gemacht werden muss, meiner Meinung nach, wo das Individuum abgeholt werden muss, wo eine Struktur da ist, du bist zu emotional, du brauchst da die Unterstützung, du schaffst das nicht, du brauchst jene Unterstützung, dass man dem Menschen hilft, sich selber zu erkennen und großen Diagnosen oder Zellveränderungen hier die richtige Information zu geben. Ich habe, wie gesagt, schulmedizinische Unterstützung unbedingt erforderlich, habe ich bei mir selber erlebt, habe ich bei vielen erlebt und ich gebe den Tipp, bitte nehme eine chirurgische Unterstützung in Betracht. Wenn Sie es nicht gemacht haben, sind Sie gestorben. Auf der anderen Seite, bitte geh raus aus der Chemo, erste Runde ist genug. Du zeigst an, beschäftige mich mit Zusammenhängen der 5 biologischen Gesetzmäßigkeiten, beschäftige dich mit spiritueller Arbeit, mit deiner Mitte, mit deiner Seelenmitte. Du verträgst Prana, aber geh raus aus dieser materialistischen Vergiftungsmaschinerie. Gehen Sie nicht raus, sind Sie gestorben. Und das ist der individuelle Weg jedes Einzelnen.
diese Balance zwischen materieller Unterstützung und stofflicher Unterstützung mit Informationsunterstützung für sich zu erarbeiten. Danke, Franz, für diese Aufklärung. Ich würde da gerne noch mit reinbringen, dass ja nicht unbedingt immer jede Erkrankung oder jede Exembildung im Körper jetzt auch direkt nur mit Ängsten und Konflikten zu tun hat. Wir haben ja auch, da wir in dieser, ja, mit den Nahrungsmitteln, was ich mittlerweile als Nahrungsnahr empfunden, das hat wenig mit Lebensmitteln zu tun, vollgepumpt mit Chemikalien und künstlich erzogen, auch da ja eben halt der Organismus das ja aufnimmt und so ja auch ablagert. Und umso mehr oder umso länger man das ja auch isst, umso größer wird da ja auch die Ablagerung von diesen Chemikalien, weil der Organismus das ja nicht immer unbedingt nach draußen tragen kann. Also unser Organismus funktioniert ja so, dass er von innen arbeitet. Aber manchmal setzt sich eben halt auch diese Chemieabsetzung an den Organen ab oder eben halt an die Knochen oder sonst wo. Also es ist ja bei jedem so individuell, wo der Körper das ablagert. Und dann ja erst dann noch umkapselt wird, damit das ja gar weiter nichts Großes anstellen kann. Und wenn es dann so groß ist, dass es halt störend ist, dann merken wir es und gehen dann ja auch zum Arzt hin und ja, kriegen dann ja meistens dann auch eine Diagnose Krebs. Und das hat dann ja eben halt auch nochmal eine zweite Ursache, nicht halt immer alles nur auf Ängste und Konflikte, die das entstehen lassen. Da wollte ich gern auch nochmal drauf hinweisen. Ja, da hast du vollkommen recht, sage ich. Natürlich macht Zucker sauer. Und die Bausteine, unser Stoffwechsel ist natürlich davon betroffen. Was wir essen, was wir trinken, das gehört natürlich immer zum parallelen Verlauf mit dabei. Die Ernährung, das, was du isst, das bist auch du noch, was wir trinken. Das sind ganz, ganz wichtige Sachen. Alles, was über den Mund hereinkommt und auch über Adern hereinkommt, alles, was von extern ist, kommt ja in unserem Körper rein. Franz, dein Mikrofon. Genau, jetzt sind wir in dieser Diskussion oder in dieser Darstellung zwischen materiell und feinstofflich. Wir sind drinnen in dieser Trinität Psyche, Gehirn, Organ. Und wenn wir organisch, chemisch manipuliert werden und vergiftet werden, oder wenn wir mit elektromagnetischen Impulsen falsche Informationen zu den Zellen bekommen, und wir haben das Dreieck Psyche, Gehirn, Organ, sehen wir genau den Zusammenhang. Wir können organisch durch die Vergiftung Auswirkungen aufs Gehirn erzeugen. Das heißt also, wenn ich irgendein Medikament bauchspeicheldrüsenmäßig jahrelang nehmen muss, werde ich einen hämorrhagischen Herd im Gehirn sehen. Weil die Gehirn Funktionsebene mit diesem Urprogramm gegen diese Vergiftung arbeitet. Gleichzeitig werden wir durch die Vergiftungen organisch die direkte Trinitätsverbindung haben zu unserer Psyche. Und das ist ja genau das, was unsere Dunkelmächte wissen. Das ist ja genau das, warum sie uns organisch und informativ manipulieren, weil wir psychisch, seelisch diese Verbindung genauso deformiert bekommen über die Zeit, was organisch angerichtet ist. Und wir haben jetzt die 5 biologischen Gesetze von dieser Seite durchleuchtet, also diese Konflikte, diese seelischen Konflikte, diese psychischen Angriffe und so weiter. Das ist gang und gäbe. Und in den letzten 50 Jahren haben unsere schwarzen Hemden mit dem Aufbau
der Kabale und des industriellen Komplexes die organische Seite in den Griff bekommen, einschließlich Information über Elektromagnetismus, Handy. Ja. Das heißt also, wir sind in dieser Trinitätsgeschichte einfach gefangen, und das Einzige, was uns hier weiter arbeiten lässt, ist, dass wir den Körper entgiften müssen, täglich entgiften, um die Zellmembranen und die Informationsmembranen nach außen hin zu den Lichtspektren wieder die Verbindung herstellen. Oder ich mache ein Programm mit dieser Radionik, mit dem Radioniksystem, um diese Brücke von der Lichtinformation zu der Blockade in die Zellen zu bringen und hier den Konfliktverlauf oder den Blockadeverlauf zu minimieren, die Heilungsinformationen wiederherzustellen, aber gleichzeitig die tägliche Entgiftung, die tägliche Reinigung von den Zellen ist unabdingbar, damit die Spirale nicht noch weiter nach unten geht, sondern nach oben. Die germanische Heilkunde gilt universell, außer bei äußeren Umständen wie Unfälle und Vergiftung. Das waren die ersten Zeilen, was Herr Hammer auch oder in seinen Büchern auch beschrieben hat. Ja, ich, Jenne, ja natürlich, Jenne und auch Armin, wir kommen langsam schon Richtung Ende. Ich meine, wir müssen jetzt nicht sofort Abbruch-Schluss machen, jedoch die 2 Stunden haben wir schon überschritten. Möchte nur auf unseren Referenten Franz Reutinger auch Rücksicht nehmen. Jenne, dein Mikrofon und ja, bitte. Ja, also ich hatte das extra nochmal gesagt, dass man sich das auch also bewusst macht, auch wenn man diese Konfliktlösung hat, aber seinen Lebensstil nicht ändert, seine Ernährung nicht ändert, die Vergiftung, die du gerade ansprichst, nicht ändert und da was dran macht, dann nützt auch jede Konfliktlösung nichts, weil das Hamsterrad quasi weitergeht. Darum wollte ich da nur mal so drauf hinweisen. Ja, du hast vollkommen recht. Und das ist ja trinitär gedacht, was wir hier sagen. Ja? Geist, Seele, Körper. Und Psyche, Gehirn, Organ. Das heißt also, diese Trinität ist einfach die Basis aus meiner Sicht, dass geistig in die Köpfe immer mehr rein soll. Und diese Dreiheit, diese gleichzeitig geht, zu bearbeiten. Diese Freiheit, das habe ich jetzt nicht verstanden, weil das ein Aussetzer, diese Freiheit zu bearbeiten, was war das? Diese Dreiheit, Identität, gleichzeitig zu bearbeiten, psychisch, gehirnmäßig, organmäßig, seelenmäßig, geistmäßig, seelenmäßig, körperlich und so weiter. Und überall dort, wo wir diese Trinität einbringen wollen in die Diskussion des Materialismus, sind wir ja sofort mit allen Geschützen gefordert. Das heißt ja auch zum Beispiel jetzt, wenn ich einfach unsere Skalar oder unsere Informationsseite hernehme, wir bekommen sehr viele Lebensinformationen, auch von Mutter Erde. Wir bekommen die besten Lebensinformationen vom Geburtsort, vom Platz, wo wir geboren sind. Dort haben wir die beste Verbindung. Wir bekommen Lebensenergie vom Lichtspektrum, vom Regenbogenspektrum auf der anderen Seite. Und wir stehen da in der Mitte als Menschwesen. Und was passiert heute? Es wird die Wurzel unseres Geburtsrechtes abgeschnitten mit psychologischer Kriegsführung. Das heißt also, wir dürfen
nicht patriotisch denken. Wir dürfen nicht mitteleuropäisch denken. Wir haben durch den Migrationspakt eine Zukunft der Entwurzelung. Das heißt also, ich darf diesen Pol von dieser Trinität nicht anführen, damit einfach die Entwurzelung und die richtige Entwicklung nicht passieren kann. So verstehe ich das dann auch wieder auch da. Also umso mehr man da in dem Einklang kommt, fällt da auch der Ballast quasi, sage ich mal so, ab von einem, weil man ja ausgeglichener wird, mehr in die Lösung kommt und auch das alles eher annehmen kann. Ja, ja, es kommt es darauf an, annehmen. Wenn einer von der Grundneutrino-Programmierung sehr erdig, erdverbunden ist, ja, und er hat das Problem, oder Generationen später haben das Problem, dass dir dein Land streitig gemacht wird oder es wird dir deine Wohnung enteignet, dann wirst du entwurzelt und dann hast du ein Identitätsproblem. Und dieses Identitätsproblem aufgrund deiner strukturellen, erdigen Programmierung bedeutet massive Konfliktaktivitätsgefahr. Also da dann auch wieder die Gelassenheit, das entweder zu akzeptieren und einen Neuanfang zu machen, um den Konflikt so aus dem Weg zu gehen, oder ja, aus dem Weg nicht zu gehen, aber halt entgegenzuwirken, sag ich mal so. Verstehe ich richtig? Ja, auf den Weg zu gehen, es kann ein erdiger Mensch, zum Beispiel ich bin in einem Bauerndorf geboren, das sind viele, viele Menschen mit 6, 7 Einheiten erdiger Programmierung, die sich voll identifizieren mit dem Land und dem Hof und so weiter. Also wenn ich einen solchen Menschen einfach aus gegebenen Anlass mit 70 Jahren ins Altersheim in die nächste Stadt verfrachte, ja, und ich ihn entwurzle, ja, dann ist die Gefahr von Demenz beziehungsweise vom starken Abbau dieses Menschen sehr, sehr wahrscheinlich. Drum ist dieser Zusammenhang je nach Menschentyp einfach auch gegeben. Ein Mensch, der spiritueller ist, freier unterwegs ist in sich und sagt, okay, dann verkaufe ich den Bauernhof und ich ziehe woanders hin. Es ist nicht notwendig, hier mich anzulegen und ich wende mich mehr der geistigen Seite zu, weil ich mehr mein Luftkörper sozusagen mehr am Vordergrund ist. Für den ist es kein Problem. Das ist so grundverschieden aus meiner Sicht. Ja, Armin, möchtest du noch was sagen? Hast du noch ein paar Worte? Ja, bezüglich dieser täglichen Entgiftung möchte ich was sagen. Viele Menschen meinen ja, das sei sehr aufwendig, immer sich täglich zu entgiften. Das ist eigentlich ganz einfach, sogar relativ preiswert. Also beispielsweise, so wie ich das mache, nur mal so nebenher, ich nehme also Spirulina oder Chlorella täglich und dann immer noch alle 14 Tage dann mal ein bisschen eine Woche lang Zeolit dazu, damit es der Körper wieder rausbringt, den ganzen Mist. Das ist sehr, sehr preiswert und das funktioniert gut. Ja. Ja, also eine gute Lösung. Jeder darf oder sollte sich mit seiner Entgiftungsmethode auseinandersetzen. Wenn ich einen Scan mache für verschiedenen Menschen, kommt zum Beispiel diese Variante raus, eine Spirulina. Andere vertragen Spirulina ganz schlecht. Die können Vulkangestein zum Beispiel nehmen oder MMS oder CDL, je nachdem. Und es gibt verschiedenste Varianten für verschiedene Menschentypen. Was ich da auch entdeckt habe, ist, dass wir manchmal sogar die ganzen Sachen quasi, wenn wir aus der Haustür rausgehen, um uns drum herzu finden, die da sehr unterstützend sind, die sehr reich an Chlorophyll sind und auch sonstigen Stoffen,
die man leicht zu sich nehmen kann, wenn man sich dem halt da nur mit auseinandersetzt. Löwenzahn unter anderem. Und ja, also man braucht gar nicht immer unbedingt die... Oh, jetzt ist der Franz, hat einen Freiflug. Gucken wir mal, ob er gleich wieder da ist. Ja, er wird gleich sicherlich wieder da sein. Und warten wir noch mal eine Sekunde. Und ja, ich fand den Abend schon mal erstmal ganz tiefensinnig gut. Also Informationen, die man nicht alltäglich bekommt. Also das möchte ich hier nochmal kurz rüberbringen. Und ja, Mikrofon für euch, Armin. Und wie hast du den Abend bisher schon empfunden? Wir warten noch auf den Franz, bis er gleich wieder kommt. Da kommt er auch schon. Momento, wo ist er hin? Wo ist er reingekommen? Franz, da ist er. Und jetzt ist er da. Jenne, du darfst weiter ausführen. Ja, danke. Also man sucht teilweise auch immer sehr weit weg, diese Lösungen halt zu finden. Und auch da wieder, wir haben es eigentlich immer alles im Umfeld. Wir sind Natur, wir kommen aus der Natur und die Natur kann helfen. Für jedes Wehwehchen gibt es ein Pflänzchen. Also wenn man da denn so hinguckt, kann man da auch fündig werden. Und ja. Ja, das ist absolut richtig. Also bei uns wächst die Brennnessel momentan nicht mehr so viel. Wir haben schon viel, viel mehr gehabt. Aber Kamille wächst, Löwenzahn, der wächst sowieso. Ja, ich gehe damit auch in Verbindung. Du brauchst da nicht mal essen. Also wenn man jetzt da ein bisschen spiritueller wird, dann brauchst du dich mit den nur noch die mentale Verbindung zu den Pflanzen und sagen, gib mir deine Heilenergie, schön, dass du da bist und dich dann schön brav dafür bedankst, dann funktioniert es auch. Allerdings stelle ich fest, dass viele Menschen eben diese Spiritualität noch nicht haben. Die brauchen einfach noch mehr das Materielle. Und deswegen war einfach mein Tipp so nebenher. Der Abend selber, weil der Klaus vorhin schon gefragt hat, fand ich sehr, sehr interessant. Vor allem die Verbindung mit der Radionik, hier mit den unterschiedlichen Körpern und den Programmierungen, die es da so gibt. Es ist ja klar, dass das einen Unterschied gibt, weil den einen macht was ganz, ganz arg aus und seinem Nachbar beispielsweise überhaupt nicht, weil er eben eine andere Struktur hat, andere Prägungen. Und die Verbindung mit der Radionik fand ich eben sehr, sehr spannend. Danke für deine Informationen, lieber Frank. Ja, bitte, bitte. Und im Prinzip also durch diese Nischenarbeit, aus meiner Erfahrung ist es einfach möglich. Zum Beispiel, es kam ein junger Mann mit 45 zu mir, ein Rennmaschinenfahrer, Biker. Und ja, einfach ein bodenständiger Mann und sagt, ich habe gehört von dir, dass ich meine Steißbeinfistel auch anders wegbekomme. Meine Kollegen haben sie sich operieren lassen und die können ein Jahr lang nicht mit dem Bike fahren. Sag ich, ja, versuchen wir es. Ja, und der ist ein Jahr bei mir gewesen. Ja. Und sein Ziel war es, er ist eines Tages im Oktober gekommen und hat gesagt, im April fahre ich wieder auf meiner Rennstrecke. Geht sich das aus? Sag ich, weiß es nicht. Und wir haben also mit Radionik gearbeitet, um hier einfach die Richtschnur für ihn persönlich zu geben. Nichts Spirituelles bitte, sondern nur schrittweise, scheibchenweise einfach die Themen, die er sein Datenfeld mir anzeigt, diskutiert. Und aus welchem Grund diese Fisteln da sind. Es ist vom Typ her um Besitz gegangen, um Schwierigkeiten mit seinem Vater über die Jahrzehnte und so weiter. Und durch diese Unterstützungen, auch Nahrungsergänzungsunterstützung, Entgiftungsunterstützung auf ihn abgestimmt, was radionisch angezeigt wurde. Ja, er hat im April wieder sein Bike starten können und war voller Freude und voller Kraft und sagt, also die feinstoffliche Welt, die ich hier kennengelernt habe, hat seinen Sinn.
Aber seit Jänner, also Oktober, regelmäßig alle Woche ist der gekommen oder alle 14 Tage. Und eines Tages zeigt mein Radioniksystem dauernd an, Kleinhirn-Attacke-Konflikte sind gespeichert in seiner Struktur. Ich frage ihn, hast du jemals Attacken erlebt oder Besudelungen? Wurdest du irgendwo besudelt oder hast du Schläge eingesteckt oder nein, ich habe nicht mehr. Alles kein Thema, ich kann wieder Bike fahren. Aber weil er dann neugierig war, immer ist er dann noch alle Monate gekommen und es zeigte immer wieder an, diese Kleinhirnrelais, die energetische Anzeige, ist ein Datenfeld, ja, und zeigt es an. Und bekam auch von mir immer wieder Balancebesendungen und so weiter. Und eines Tages zeigte es hier eine Heilungsspitze sogar an. Und dann rief er mich im Sommer eines Tages an. Hey, stopp, ich bin im Krankenhaus. Sage ich, was ist denn jetzt passiert? Du wirst es nicht glauben, meine gesamte Haut ist vom Rücken, Oberschenkeln und Hand, Rücken und Oberarme aufgeplatzt. Ich blute, ich habe Eiter, ich habe alle Zustände. Sage ich, was ist denn jetzt passiert? Na, da sehe ich, dass er eine Heilungsspitze hatte im Attackebereich, was ich schon immer angedeutet habe, was er verneint hat. Das heißt also, diese feinstoffliche Brückenarbeit vom Datenfeld des Sonnenlichtes, wo er eine Blockade hatte in diesen Hirnrelais, die ich überbrückt habe, fein, immer wieder, haben dazu geführt, dass sein biologisches System auf einmal erkannt hat, ich bin total in der Lösung. Ich habe wieder Informationszustand, es geht in Richtung Ausgleich. Und hat eine Heilungsspitze erlebt und hat Blut und Eiter geschwitzt. Ist im Spital gelandet, hat natürlich eine Antibiotika- und Cortisonbehandlung gebraucht, weil er sonst gar nicht mehr schlafen konnte und so weiter. Wie diese Heilungsspitze abgeklungen ist, ist er wieder gekommen. Natürlich angezeigt wurde kein Prana mehr, keine Heilenergie mehr, keine positive Regenerationsenergie mehr. Ich habe das unterbrechen müssen, ja? Diese positive Brückeninformationsbildung mit dem Radionikgerät. Und eines Tages kam er zu mir, Spitze abgeklungen, Haut ist schon viel besser und so weiter. Und dann haben wir uns unterhalten. Was ist hier passiert? Frage ich noch einmal. Ist dir jetzt klar, woher dieser gewaltige Heilungsprozess kommt? Der ist ja ganz weit hinten programmiert worden. Dann fängt er an zu erzählen, dass er vom 4. Lebensjahr bis zum 14. Lebensjahr gemeinsam mit seiner Mutter regelmäßig vom Vater mit Lederriemen gedroschen wurde, wenn er besoffen war. Vom 4. Lebensjahr gemeinsam mit der Mutter bis zum 14. Und diese Riemenschläge, ganz körperlich, ja, sind gespeichert gewesen im Kleinhirn. Und überall Lederhautverstärkung produziert unter der Epidermis, ja, die immer im hängenden, in der reduzierten Konfliktaktivität gehalten hat, weil mit 14, mit 12 Jahren hat er zu trainieren bekommen, war schon ein stämmiger Kerl und mit 14 hat er seinen Vater verdroschen und mit 16 ist er ausgezogen. Und ist immer noch mit dem Vater in Berührung gewesen, aber er hat eine reduzierte Konfliktaktivität hingebracht, einen heruntertransformierten Konflikt. Und durch diese Energiearbeit, was er über 30 Jahre mit sich getragen hat, wurde durch diese Energiearbeit gelöst. Und weil diese Lösung passiert ist, hat er den bewussten Zusammenhang
auf einmal auf dem Tablett gehabt und hat mir die Geschichte erzählt vom 4. bis zum 14. Lebensjahr. Das ist ein Beispiel. Wahnsinn, Geschichte. Also, wow. Ne? Da kann man mal sehen, wie verdrängt das dann auch ist und man das vielleicht auch gar nicht so bewusst wahrnimmt, obwohl man da ja eigentlich sich dann schon mit auseinandersetzt, aber so eine extreme Geschichte gar nicht hervorbringt oder in Verbindung bringt mit diesen ganzen Sachen, weil man ja denkt, dass das vielleicht schon lange vorbei ist. Ne? Jetzt kann ich wieder sagen, so kurz denken wir. Daher dürfen wir noch eine ganze Menge lernen und wahrnehmen und nicht immer nur so knapp und es ist nicht so, du bist ein Komischer, du bist ein, ja, vielleicht ein Spinner, ein Esoteriker oder immer dieses Finger zeigen und das tut doch weh. Daher aufhören zu verurteilen, Bewertungen in der Form immer mit dem Finger zu zeigen. Das sind die Problematiken, die wir hier leben, Franz, so sehe ich das. Genau, lang denken, die Hintergründe versuchen zu erahnen, Verständnis zu entwickeln, in den Mokassins des anderen versuchen, ein paar Schritte zu gehen. Ja? Weil es ist alles gespeichert, biologisch sogar, was ich jetzt im Beispiel habe, und diese Geschichten, die 30 Jahre alt sind und man macht Energiearbeit und das Radionikgerät zeigt dann an, Prostatakrebsdiagnose mit 60, kommt herein und sagt, ich war in der Voruntersuchung, Prostatakrebs, was sagst du dazu? Radionikgerät sagt, eine Zeile hat zu tun mit deiner früheren Beziehung. Sagt er, früher. Ja, welche Beziehungen hattest du? Ja, das ist ja 30 Jahre her. Bei seinerzeit war ich bestens befreundet mit meinen Fußballkollegen und eines Tages komme ich heim und dieser Fußballkollege erwische ich mit meiner Frau in flagranti. Ja, sage, ich war eine Woche bewegungsunfähig, es war unbeschreiblich. Ja, was hast du getan? Ich habe mich innerhalb von 2 Jahren scheiden lassen und bin dann habe eine neue Frau gefunden und bin mit der beisammen. Das heißt also, 2 Jahre lang hat er dieses Energiefeld seiner Frau empfangen, sozusagen. Das Hirnrelais, was mit der Prostata zusammenhing, war Hausnummer 8 Stunden, wenn er zu Hause war, auf Vollaktivität und es hat geblitzt, Zellplus im Prostata. Zellplus im Prostata. Immer wenn er seine Frau sah und hat einen Hügelchen von 2 Jahren kumuliert. Zum Glück hat er eine neue Frau gefunden nach 2 Jahren. Und was war? Wie das Schicksal will. Mit dieser geschiedenen Frau hat er immer noch einmal am Tag Kontakt an der Bushaltestelle. Das heißt also, er hat den Konflikt mit dieser Frau heruntertransformiert, weil er eine andere Frau hatte. Und dieser heruntertransformierte Konflikt bedeutete, dass er die Busfahrt, die tägliche, viertelstündige, immer die Information der Zellplus-Vermehrung bekommen hat, aber dann war Schluss. Viertelstunde am Tag. Und diese Viertelstunde am Tag war also immer heruntertransformiert. Und er kam zu mir wann? Er kam zu mir, als diese Frau in Pension ging, seine Ex, und an der Bushaltestelle nicht mehr zu sehen war und befreit war von dieser Energie. Ab diesem Zeitpunkt schaltete der Körper um, also das Hirnrelais für Prostata um, auf Heilung und auf Zellabbau und tut ein bisschen weh und geht in die Vorsorge. Und dort finden die Onkologen in der Histo-Untersuchung alte Zellplus-Felder
von seinerzeitigen Konflikt, der 30 Jahre alt war. Und so, und wenn man das weiß, dann hat man schon sehr viel Angst reduziert. Sehr schön. Magst du noch was zu dieser Radionik? Wie machst du das? Hast du da ein Gerät für? Hast du selber die Feinfühligkeit dir angeeignet und gelernt? Oder wie funktioniert das? Ja, Radionik, wie das funktioniert. Ich habe also schon einige Sendungen gemacht mit Klaus, die letzte am 24.03. und vorher noch eine, wo ich dieses Radionik-Thema mehr im Schwerpunkt hatte, um das ein bisschen verständlicher zu machen, ein ganz schwieriges Thema, ganz einfach dargestellt. Radionik ist ein System, was seinerzeit um 1900 gefunden wurde, dass man in Datenfeldern diagnostizieren kann und mit Datenfeldern auch balancieren und ein Gleichgewicht im Körper wiederherstellen kann durch Information. Es wurde dann in den 30er Jahren und dort haben namhafte Ärzte dieses Phänomen unter Anführungsstrichen gefunden und haben es verfeinert und haben dann Geräte hergestellt, die einfach verschiedene Informationen fähig waren zu übermitteln, zu besenden, hat man da früher gesagt. Ja. Und das ist so weit gegangen, in den 40er Jahren waren da schon Labors und haben gewaltige Erfolge gehabt von Ärzten in Amerika, in England, haben Geräte gehabt, die einfach in diesen Datenfeldern Zugang hatten von Menschen oder von Natur. Und in Amerika hat man in den 40er Jahren, ist man so weit gegangen, dass man über Fotos, Foto ist eine Bioinformation, ja, ist eine Lichtinformation, ist ein Fingerabdruck in unserem Quantenfeld einfach dargestellt. Das heißt, wenn ich ein Foto habe von einem, ein Foto von oben, also ein, wie nennt man das jetzt, also was vom Flugzeug geschossen wird, über die Felder eines Bauern in Amerika, der einfach Monokultur betreibt und hat einfach Insektenbefall und hat die Schwierigkeiten aufgrund des fehlenden Spritzmittels seinerzeit hier die Balance dieser Monokulturen zu halten. Also haben die Fotos gemacht und haben diese Datenfelder gescannt, sozusagen, haben die Information rausgeholt, was fällt dem Feld in dieser Monokultur speziell, welche Informationen an Insekten Vertreibungsmitteln einfach dargestellt sind erforderlich, Unkraut Anti-Unkrautsinformationen sind erforderlich, um hier das Feld optimal Wachstum gedeihen zu lassen. Ja, und die haben diese Fotos von diesen großen Feldern besendet, also mit diesen Balanceinformationen, dass das Feld die Information kriegt, wie wenn es ein ökologisches Feld wäre. Und siehe da, die Pestizide konnten, also diese, das Wachstum war super, das Unkraut-Thema war super und haben gewaltige Erfolge in Amerika gefeiert. Und das war der Startschuss für die Kabale, hier einzugreifen. Und die, wie es überall war, wenn es um Lebensenergiebalance geht, um Lebensinformationen geht, und haben also dort eingegriffen und haben die Laboratorien zerstört, haben die Menschen dort angeklagt, der Kurpfuscherei und was weiß ich alles, haben sie ins Gefängnis gesteckt, so wie es mit Schauberger Verfahren sind zum Beispiel, oder mit Reich in den 50ern. Und haben seinerzeit einfach Tabula Rasa gemacht und haben hier das gesamte Wissen zerstört und haben es per Strafe gesetzlich unmöglich gemacht. Und Radionik ist heute
der Strafe verboten in Amerika bis heute. Das heißt also, die Entwicklung ging weiter. Jetzt gibt es computergestützte Systeme verschiedener Art. Und ich habe mich vor 20 Jahren schon interessiert, habe 10 Jahre gebraucht oder in dem Bereich, um das richtige System für mich zu finden, habe mir vor 12 Jahren eine Radionik-Anlage gekauft, um 7.000 Euro seinerzeit. Radionik-Geräte gibt's von 2.000 Euro, je nach Möglichkeit und verschiedener Konstruktion, bis 100.000 Euro, ja. Ja, und habe dann hier begonnen, mein Radionikgerät auf fünf biologische Naturgesetze zu programmieren und andere Programme, die auch sinnvoll sind, integriert, und habe einfach mich damit beschäftigt. Und die Deutung der Informationsanzeige mit dem Individuum einfach verfeinert, sage ich mal. Ja, ja, danke schön. Also das ist ja eigentlich Wahnsinn. Da gibt es dann solche Sachen und da wird dann so vehement wie gegen vieles, was eigentlich hilft, was man da ja gar nicht mehr sagen darf, und wird dann halt so, ne, kaputt gemacht oder nicht mehr zugelassen. So, ich würde sagen, dass wir zum Ende kommen heute Abend. Und nochmal kurzes Feedback. Ich denke mir, man braucht gar kein großes Feedback geben. Also ich sage nur noch faszinierende Inhalt heute Abend von meiner Seite aus. Jenne, Armin, wie habt ihr es denn gefunden heute Abend? Also ich habe vorhin schon kurz erwähnt, dass diese Verbindung mit dem mit der Radionik und den fünf biologischen Naturgesetzen schon klasse ist. Habe ich bis jetzt noch nicht so gekannt, wobei mir aber allerdings dieser Zusammenhang schon bewusst ist. Vor allem, wenn man sich ja eh mit dem Hammer beschäftigt, dann denkt man sich auch immer, irgendwie muss man das Ganze ja verknüpfen können. Und ich fand es sehr, sehr spannend, sehr, sehr gut. Und ich sage einfach mal danke dafür. Ja, ich danke dir. Ja, mir geht's genauso. Also es ist wieder mal faszinierend, wie die Zeit vergangen ist heute Abend und so viele Informationen da dann auch gekommen sind. Und auch hoffe, Lösungen gekommen sind. Und ja, war ein sehr, sehr toller Abend und danke auch dafür. Ja, ich danke dir auch. Danke. Ja, Franz, der Abend geht zu Ende. Ich brauche jetzt nicht fragen, habe ich was vergessen? Haben wir was vergessen für den heutigen Abend? Ich glaube, es ist gut viel erläutert gesagt worden. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ja, Franz, gibt es bei dir Termine, die du in naher Zeit hast, oder gibt es da nichts? Und vielleicht, wie kann man dich kontaktieren? Über mich, über OkiTalk? Du hast ja, glaube ich, keine Homepage. Vielleicht nochmal das zum Abschluss. Ja, wie kann man mich kontaktieren? Wie gesagt, ich bin hier ein Einzelkämpfer und ich habe über dich, Klaus, die Möglichkeit, meine Erfahrungen in die Welt hinauszugeben. Ich habe eine kleine Homepage, das ist www.bio-radio-berta-ida-otto-emil-dora-ida-otto-energetik.th.at, dort, wo ich ein bisschen was dargestellt habe von diesen Zusammenhängen, die ich sehe. Und auf Facebook habe ich auch eine, bin ich auch erreichbar über Energetik. Also die Adresse fällt mir jetzt augenblicklich nicht ein. Also normal unter Franz Reutinger, und da habe ich auch eine Seite EBA, energetische
Bioinformationen und Anwendungen, wo ich auch ein paar Erfahrungen hineingegeben habe. Ja, Franz, und nochmal für unser Okidok Medienfestival, unser erstes im Blindmarkt, da warst du ja auch dabei. Und wir haben heute dank CryptoTV Roman Reuter das vollendet, dass alle Videos mittlerweile bei uns auf Okidok erschienen sind, sprich auf dem Okidok YouTube-Kanal, auf CryptoTV und momentan auf der Klaus-Glatzel-Seite von Facebook sind sie schon alle drauf. Also da gibt's wirklich reichlich neue Vorträge, die die Welt noch nicht wirklich gehört hat und gesehen hat. Ich möchte mich da nochmal bedanken, auch für dich, für deine Zeit, auch beim Heidis Zauberpark. Da wird auch noch was kommen. Und es ist auch immer jede Menge neues Material da, dass die Zuhörer da mal wissen. Auch Okidok ist visuell, jede Veranstaltung wird gefilmt. Und wenn ihr uns da unterstützen wollt, dann freuen wir uns, wenn wir Videoschneider, die uns unterstützen wollen. Das wäre eine wunderbare Sache, denn wir haben so viele Vorträge, die die Menschen, denke ich, sehen sollten. Mit viel tollen internen Informationen, die man so nicht jeden Tag bekommt. Und denkt jetzt nicht, dass das Verschwörung ist. Ihr könnt recherchieren, ihr dürft es glauben, ihr könnt es glauben, ihr braucht es nicht glauben. Recherchieren können wir alle, unsere Medien sind ohne Gewehr. Und nur den Horizont aufrecht zu halten und mal ein bisschen weiter sich mit den Thematiken auseinandersetzen in der oberflächlichen Gesellschaft. Das dürft ihr dann mal tun und nicht immer den Finger zeigen, was ich heute Abend schon sagte. Ja, Franz, auch dein Vortrag ist mittlerweile öffentlich und danke auch für deine Zeit. Ich gebe dir das Mikrofon, du hast noch einen Song drauf. Danke an die Zuhörer beim Zuhören, Hinhören. Nicht zuhören, hinhören. Danke an Armin, den Germane hier auf Okidok und auch an Jenne für eure Beiträge. Morgen ist Nicole Schulin da bei uns, Sonnenglück. Und der Pierre ist da. Und da freue ich mich sehr. Und jetzt gibt's nochmal das Mikrofon zum Franz und der letzte Song. Den darfst du dann noch ankündigen, lieber Franz. Und dann winken wir doch alle mal raus. Es hat mir Freude gemacht. Franz, dein Mikrofon und danke. Tschüss, Baba, ciao, ciao. Ja, dein Mikrofon. Ja. Ja. Ich danke euch allen, danke dir, Klaus, für die Plattform und die Möglichkeit. Der letzte Song kommt von den Doors, Riders on the Storm. Also wir sind Reiter des Lebenssturmes, dieser Geisteshaltung, des Materialismus und halten einfach, so gut es geht, ganzheitlich dagegen. Alles Gute, gute Nacht. Gute Nacht, tschüssi, lasst es euch gut gehen, Musik ab.